unglaublich. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ernsthaft begeistert ist oder ob das so eine Satire sein soll für die Begeisterung. Nee, ich glaube, er ist wirklich begeistert und von dir ist das so ein Glückwunsch. Ich weiß nicht. Ja, weil wir das alles schon seit ewigen Ich habe eine Zeiten haben. Titanfähigkeit und das und jenes und er Nee, freut weil sich voll ich und bin du. ja die ganze Zeit eigentlich Glückwunsch. nur durch die Mine gerannt immer. Na? Müsste auch Ja, was weißt du, du nehmen. kannst dich doch auch für jemanden freuen, der 10 Jahre nach dir das erreicht, was du schon vor 10 Jahren erreicht hast. Yeah, du hast Yeah! endlich Sex. Du hast laufen gelernt. Hup, 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 hup. Ja. Ja. Bei deinem Neffen freust du dich da nie? Die Was sind hast du aber auch da nie auch so genauso alt wie toll? ich. Ich möchte nicht dein Kind sein, ja? Also, so hast du da auch schon Nein, laufen ich. gelernt. Aber ich hab Und laufen schon seit gelernt. 30 Jahren. Die Relation ist ja, dass Felix genauso lange wie ich Stardew Valley spielt, oder fast zumindest. Okay, meine erste Erfahrung war, dass. Was? Mit. Ach, mit Troll. Ja, nein, nicht mit Troll, mit Trollen. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das Lumi war hat ein nämlich zum Witz. ersten Mal da ins Spiel geguckt und gesehen, ein Troll. Ein Spiel, ein Troll, ja. Und. Warum ist hier muss man noch extra Hier ist gießen so sogar. LW. Was heißt denn, Ja. wofür steht denn LW? Langeweile? Oh, das Ja, ist aber langweilig. hart. Meine erste Erfahrung mit ihm war, der ist LW zum Spielen. Oder geht es jetzt um Troll? Doch, langweilig? Oh, langweilig. Oh, Entschuldigung. Oder Aber hier geht es auch Landwirtschaftssimulator. hoffentlich um den Troll und nicht um Binary. Chip, Also, chip, 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 chip. nicht, Man nicht läuft sogar überlästern. schneller auf Eventuell dem kommt er Boden, noch. ne? Was? Man läuft sogar schneller auf dem Holzboden hier, den ich Fällt dir jetzt gebaut habe. erst auf? Ich glaube, das ist Sinn und Zweck Ja. des Ganzen, deswegen baut man Du ihn. läufst schneller auf Wegen generell. Aber ja, man muss ja ein paar Sachen auch extra gießen. Ich habe mich da ein Ja, bisschen es geht vertan. um den Troll, okay. Okay, sehr schön. Ihr dürft Dü-dü-dü-dü. das heute, was ich so erzähle, einfach nicht so ernst nehmen und am besten hört ihr mir gar nicht zu und ganz am besten geht ihr einfach zu irgendeinem anderen Kanal. Im Ernst? Nee, im Dieter. Geht einfach zu Felix. Ben, dann hört ihr mich nicht mehr. Felix, ich gebe dir diesen Ratschlag, weil ich dich mag und will, dass du in Pelikan bleibst. Wenn der Tag kommt, an dem du jemanden heiraten willst, musst du der Person ein Meerjungfrauenamulett geben. Eine blöde Frage, was mache ich mit einer uralten Frucht? Essen. Nein, Ernsthaft? das ist nicht, da bist du krank von. Nee, keine Ahnung, Steht da aufheben? irgendwie Artefakt oder so da? Komm mal her. Die sind doch von diesem blauen Baum, oder? Ja, Benny mag mich. Ja. Hoch, Ja, die nee, die. Schlummerzeit Wie erntet ihr Äonen. jetzt eigentlich jeden Tag fleißig Äpfel? Was? Wenn wir Äpfel hätten, würde ich welche ernten, aber ich habe keine gesehen, dass die hängen würden. Ernsthaft, wir haben keinen Apfelbaum gebaut? Doch, im Gewächshaus habe ich alle Arten der Bäume Ja, gepflanzt. aber Das so braucht ein draußen? Jahr. Nix. Was? Draußen nix, echt nicht? Packen wir das mal hier rein. Und dann Nie packen wir im. das da rein. Nie im Dieter oder nie im Detlef Alter. Nee, Bloß im weil Ernst Alter auch ist die ein richtige Name ist. Frage. Was? Im Ernst? Nee, im Dieter. Ja, das steht hier gerade im Chat. Woher kommt das? Aus dem dummen Spruch. Auch so ein dummer Spruch. Ich dachte, der dumme Spruch hat vielleicht irgendwelche Wurzeln, die ich mal wieder Ja, nicht halt so kenne. typische Witze. Ich glaube, Habe Kerkeling hat da mal einen relativ bekannten Witz drüber gemacht. What? Ach Aber so. den gab's vor Habe schon. Kurz. Das war doch Harpo, oder? Ja. Ich Der kenne den nicht. Wolf. Ich fand den da Das dann. Lamm. Ich fand den leider nie so wahnsinnig witzig, dummerweise. Der ist, Benny, der ist Moment vor mal. einem Kunst, Warum ist so denn vor so einem Kunstrad meine aufgetreten. Verheiratete weg? Meine. Ja, weil es wahrscheinlich in der Stadt Also ist. Hurz fand ich tatsächlich sehr witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand nicht viel von Harpe wirklich lustig, aber Ja, Hurz war aber schon okay. das ist echt so ein Kulturgut, kann man fast schon sagen. So. Nee, ich war mal Dieter Hallervorden, Kind. Nee, den mochte ich tatsächlich nie. Ich mochte Ich den. weiß nicht. Die Bock, Kuelsa habe Wieso ich dir da ist letztens Erwachsenen denn geschickt, da nicht hast du noch doch gesagt, das okay? war witzig. Ja, ich sag jetzt so, also ich habe das mit der Elsa gesehen und dachte, das ist erstaunlich witzig dafür, dass ich den immer irgendwie scheiße fand. Das war so einer meiner ersten Gedanken. Also, falls Aber. ihr die Kuelsa von Dieter Hallervorden nicht kennt, könnt ihr mal googeln. Oder Hurz! Einfach googeln. Kurz. Einfach googeln. Hurz ist sehr lustig, finde ich. Vor allem. Ich mache jetzt den ganzen Tag einfach nichts anderes als Mayo ernten. Und das kriege ich mit meinem, mit meiner letzten Gehirnkapazität, Mayo kriege ich das noch ernten. hin.
Okay, vielleicht kriege ich es auch nicht mit meiner letzten Gehirnkapazität. Wir ernten Mayonnaise, genau. Die wächst nämlich auf Bäumen neuerdings. Außerdem, hä, Benny, du hast doch gesagt, wo ist deine Frau hin? Die steht hier draußen. Ja, draußen habe ich sie ja natürlich nicht gesucht. Ich habe die in der Küche und in ihrem Wohnzimmer gesucht. Woanders gehört die nicht hin, ja? Warum ist hier eine Gewürzbeere bei dem Tierkram-Zeug? Ja, frag mich nicht. Ich reiß ja nicht immer das Zeug durcheinander rein. Du fragst Sachen. Hier ist überhaupt kein Platz mehr drin. Ich sollte hier mal irgendwas verkaufen, oder? Man verkauft doch ein paar Sachen. Vor allen Dingen, jetzt hat sich so mehr Käse verschenken? Abigail hat sich gerade Richtung Hauswand von dir gedreht, Ben. Also, ich glaube, die fühlt sich gelangweilt. Die fühlt sich belästigt von Ben. Oder von mir. Ich habe einen Schein dafür. Ich darf das. Wie gesagt, ist auch schön, das stimmt. Und Otto Walkes ist auch cool. Otto Walkes habe ich auf Dings gesehen, auf Wacken. Das war witzig. Als Kind? Also, läuft links so in Flames, der übelste Rock. Und wir stehen rechts und singen, ich bin ein kleiner Friese-Jung. Hier, Benny. Das war echt gut. Ja. Ich habe es gerade gegoogelt. Die uralte Frucht ist eine Frucht in Stardew Valley, der nach 28 Tagen aus uralten Samen wächst. Danach trägt die ausgewachsene Pflanze alle 7 Tage eine uralte Frucht. Und was machen wir jetzt damit? Kann man irgendwas tun. Und wir können das am besten zu Wein verarbeiten. Dafür kommen ja das meiste Geld. Ich dachte, man kann ja mit der noch irgendwas Sinnvolleres machen, außer nur verarbeiten und verkaufen. Nö, bloß verarbeiten und verkaufen. Ich hab einen Forellenbarsch! Hup, hup! Die Basisernte erfolgt am 29. Tag nach der Pflanzung. Ja, das ist dann gerade gewesen heute. Und man ist nach Hause gegangen, keine Lust mehr. Achso, meine Frau. Nee, zu Hause ist. Goldene Eier und so ein Kram, da macht Verkaufen doch fast mehr Sinn als zu verarbeiten. Und wir haben ja auch noch jede Menge normale Eier. Ja. Ja. Oder du tust damit halt Mayonnaise oder was man damit machen kann. Ja, stimmt. Mayo wird davon nicht besser. Mayo wird. Ja, doch, wenn du goldenes Mayo nimmst, müsstest du das. Ne? Also, ich hau mal die uralte Frucht hier rein, die tun wir dann oben ins Fass legen. Ich hab schon eine uralte Frucht auf Reflex. Achso. Mayo ist super zum Beispiel. Ich denke, Mayo mögen die alle nicht. Ich hab schon ein paar Leute Mayo geschenkt und die fanden es nicht so geil. Also, Käse geht, glaube ich, besser als Mayo tatsächlich. Verschenken. Hab's auch. Die haben 50 rote Pilze, what the fuck? Ja. Die kannst du nicht immer fressen. Die kannst du aber zu einem Lebenselixier machen. Echt? Lass es mal lieber drinnen. Ich hab mal ordnungswohl, ich tue jetzt mal alles, ja. Oh, jetzt wäre ich aber müde, Mensch. Jetzt komme ich gerade an den Punkt, wo das Koffein tritt und ich habe gerade sehr viel Spaß. Du hast mir jetzt die Müdigkeit also weitergegeben, na schönen Dank. Wach, ja, bitte schön, wach, dann meine Müdigkeit, gratis für dich. Hast den Akku genommen und du hast deinen Akku an meinen Akku aufgeladen, so. Ich verstehe nicht wirklich, was du mir sagen willst, aber ja. Und gratis dazu kriegst du noch so ein bisschen das Bedürfnis, aufs Klo gehen zu müssen, aber zu faul zu sein zum Aufstehen. Das würde ich nämlich auch gerne abgeben. Das habe ich nicht, da war ich vorhin erst. Ja, ich eigentlich auch, aber der Kaffee und so. Es ist so gruselig, ich habe vor kurzem nach einer Wohnwand ne? Jetzt habe ich hier bei Stardew Valley in der Anzeige riesige Anzeigen für Wohnwände. Das sind ja zu viele Leute, die es nicht willkommen, mögen. Willkommen in der Zeit der Werbetracker. Ouchie. Schlechte Witze. Also sag nichts gegen Heino, ja, immerhin ist der mein Follower. Du magst doch schlechte Witze. Ja, jetzt muss ich warten, bis es regnet, dann kann ich Handy Frisur halt. Das ist aber auch wieder geil. Was hältst du von meiner Frisur? Und also Auswirklichkeiten habe ich, sieht sehr schick aus und sieht wie eine Art Pilzgewächs aus. Ja. Was gibt's denn hier nicht zwischen Kompliment und Beleidigen in diesem Spiel? Nein. Pilzgewächs. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich im Real Life hätte ich gesagt, naja, es steht dir gar nicht mal so schlecht. Du bist zu diplomatisch für das Spiel. Du siehst aus wie so ein Emo. Sarah. Das ist natürlich viel besser. Da mag wohl jemand keine Emos. Ich bin ja Krufti, ich darf ja keine Emos mögen. Ist nicht das Gleiche? Ja. Na eben nicht. Die sehen doch gleich aus. Überhaupt nicht.
Doch. Die Jungs ritzen sich, Grufti ist nie. Ja, die gehen direkt nicht. Auf den Friedhof. Guck dir mal die schöne South Park-Folge an mit den Emus, den Vampir-Kiddies und den Gruftis. Mit den Emus? Er sieht auch nicht. Nee, er sieht. Ich hab's mir auch gerade noch. Ich muss mich korrigieren. Er sieht wirklich nicht aus wie ein Emu, du hast recht. Ja, Emu haben ja auch Federn. Ich hatte irgendwie. Ich hatte seinen Seitenscheitel ein bisschen weiter links vermutet, aber der wahre Emu im Spiel ist ja nachher. Der Seitenscheitel muss rechts setzen. Links, sonst ist er auf dem Foto natürlich längs. Ach, sag mal, kennt ihr das Buch? Ich glaube, der Tiger im Pyjama oder so irgendwas? Bananas in Pyjamas kenne ich. Nein, das ist ein bisschen intellektuell höherwertiger, deswegen frage ich den Ben. Ey, Haufen nee, Zeichen sitzen so zusammen, der eine schnupft so eine Lieder so. Mein Schüler muss das jetzt lesen und ich würde gerne einfach mal wissen, worum es da drin überhaupt geht. Und ich wieder so tun kann, dass Hä, Wikipedia? Idee. Ja, das ist dann der nächste Schritt. Aber wir machen so eine Serie mit so 50 Bären. Und die haben alle so ein Ed Hardy-T-Shirt an. Da kommt immer so eine bunte Scheiße raus. Vertraut ihr? Ich hatte auch die Idee für Bananas. Ich verstehe es auch nicht. Ein Dreieck gedacht. Bananas in Pyjamas, da ist er jetzt gerade. Ja. Sleep it for the week, ja, Rico, da habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich bin dann leider einer der Schwachen. Ich brauche meinen Schlaf. Bier sollten wir dann vielleicht mal herstellen. Die mag wir haben doch schon 6 Bier auf Reserve. Echt? 6 Bier. Also zumindest 6 mal Ale ist es, glaube ich. Hier, helles Bier haben wir schon. Mal Bier schenken. Die uralten Samen tue ich jetzt mal in die... Genau, für Pam auch. Den ganzen Säufer da unten. Aber der Shane, wird der Shane nicht irgendwann clean? Dann ist es doch assi, ihm dann Bier zu schenken. Ja, wenn er Bier mag. Nee, aber nicht, wenn er trockener Alkoholiker ist. Du aber wenn er Bier jetzt mag, schenkt man ihm trotzdem Bier, ja? Man will ja das jetzt schenken, was die Leute mögen. Meinst du jetzt clean oder trocken? Warten nur. Trocken. Beim Alkoholiker heißt es halt clean, hat ein eigenes Wort, ne? Ja, eben. Trocken. Ja. Weil die Alkoholiker was Besseres sind. Oder halt. Wenn mir so, irgendjemand sehr gutes. Wie heißt das? Was? Bitte was? Kann jemand guten Dünger herstellen? Weil dann würde ich nämlich die uralten Samen damit tüdeln. Du kannst sie doch nicht nachträglich, achso, vorträglich. Ach, mit Harz und Fisch? Ja, kann ich. Ich habe extra ein paar Fische da reingelegt. Wir haben viele Fische irgendwo reingelegt. Ja. Extra ein paar Fische in die Herstellungsruhe reingelegt, worüber man sich schon seit Ewigkeiten ärgert. Hier in die Penny. Ach, seid ihr auch ein Romance-Kandidat für Events? Also schon vor 3 Jahren gab es mit Shane schon Events, als ich da war, er mein Romance-Kandidat. Aber dieses Mal wollte ich doch den Emo nehmen. Ich will nicht immer die Selbstmörder nehmen. Warum nicht? Nein, ich will kein Harz essen. Können wir vielleicht mal hier irgendwie die Truhe, wo alles drin ist, nochmal ein bisschen. Stell dir das mal im Real Life. Da ist dein Qualitätsdünger. Ich mache jetzt die Trüffel. Nee, ich mache jetzt. Die Trüffel? Pass auf, wir machen die Herstellersachen oben zu den Kakteen und dem Kram. Genau. Die Herstellersachen? Was für Herstellersachen? Die hergestellten Sachen, danke. Entschuldigung. Weil dann kommt jetzt. Weil da unten braucht Platz Trüffel. Achtung, das ist ein kleiner Fledermaus. Ja, unten braucht Platz Trüffel. Irgendwo fehlt ein Wort. Niemals einer meiner Nachhilfeschüler diesen Kanal entdecken. Oder den Kanal entdecken, genau. Niemals. Wie bist du das da? Da Platz Trüffel. Ich habe heute mit dem einen. Das voll mit ich hab ihn wirklich gerne. Ich habe mit dem einen heute bestimmt eine halbe Seite Text geschrieben, um ihm einfach mal zu zeigen, wie lange man sich mit sowas beschäftigen kann und dass es irgendwie wichtig ist, sich über Wörter Gedanken zu machen. Der dürfte heute nicht reingucken. Ja, es ist halt ich meine, der ist wirklich, wirklich smart und wenn er sich mal auf seinen Hintern setzt und sich konzentriert und so, dann kommt da auch echt viel bei rum. Aber man muss ihn halt irgendwie. Über welches Thema habt ihr denn geschrieben? Aktive Sterbehilfe. Ui. Ui. Das ist ja sogar noch ein tiefgründiges Ticken Thema. Hart. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja. Nee, das kam ja von der Schule, hat darüber seine Arbeit geschrieben. Ach so. Ja, das erklärt's dann.
Und dann haben wir die Arbeit halt durchgegangen und es waren halt so ganz viele Sätze dabei, wo man irgendwie genau wusste, was er eigentlich damit sagen will, aber es stand halt einfach nicht da. Also sowas wie aktive Sterbehilfe ist gut, weil Patienten selbst entscheiden können. Punkt. So. Und du weißt ganz genau, er will damit sagen, sie ist gut, weil sie die Möglichkeit dazu haben, weil sie nicht gezwungen werden und so Zeug. Aber es stand halt nicht drin. Es ist Brombeerenzeit. Oh, es ist Brombeerenzeit. Die habe ich doch gestern schon aufgesammelt. Wer? Wer hat hier? Hier kann man doch nicht immer mehr mit dem Pferd durch. Das war ich wahrscheinlich. Leben vom Land. Es ist Brombeerzeit. Ach so. So. Also, wie daher kommt. Xan, hättest du lieber Robin gehabt? Verflucht sei Demetrius. Also so heißt es Robin jetzt auch wieder nicht. Was? So. Was hat Robin und Demetrius zu tun? Ja, Robin ist doch mit Demetrius zusammen. Also einer Zuschauer meinte gerade, ich glaube es ging um Singles, Lea zuerst, danach Robin, die aber leider nicht verfügbar ist wegen, ne? Demetrius. Danach Elliot, Sirius? Den Kerl? Ey, du wolltest auch erst Elliot. Aber Elliot, also gut, man kann ja auch als Mann wie sein oder sowas, aber Lea, Robin, Elliot, Abigail, Penny und dann der Rest. Welche? Da bleibt sogar kein Rest übrig. Ja, Sirius, okay. Aber siehst du mal hier, Elliot vor Abigail. So unterschiedlich sind Geschmäcker. Ich sag mal so, aber für mich finde ich auch Elliot bloß komisch, weil der halt aussieht wie eine Frau als Mann. Ja, okay. Eben lange Haare bei einem Kerl. Ich habe letztens einen Friseur wieder gesehen, der hatte lange Haare wie so eine blonde Frau. Das ist gar nicht. Das Problem ist nicht die langen Haare, sondern das Problem ist, das Charaktermodell sieht für mich immer aus wie eine Frau zuerst. Ich finde deine Mimik blöd. Aber die Haare. Also ich persönlich mag keine Männer mit langen Haaren, dann wäre ich eh nur die ganze Zeit neidisch auf die Haare. So ein Bullshit. Meine nicht so lang werden. Hey, deine sind doch voll lang. Meine, sie gehen gerade mal so knapp über die Schultern und ich hätte sie so gerne bis zum Arsch, aber sie wachsen halt nicht. Ja, aber es reicht doch bis über die Schultern. Bis zur Taille, das wäre so alles geil. Länger ist doch nur nervig. Nein. Wie willst du irgendwas Ahnung. Auf dem Rücken aufsetzen? Mit so langen Haaren. Das ist mir doch scheißegal, ich wollte das schon immer haben, aber ich hab's halt nicht. Siehst du, das wäre was, was ich mir von Diamanten kaufen könnte, Extensions. Boah. Das wäre mal cool. Aber hast du nie auf dem einen Foto da? Den Nacktbildern, die du Felix geschickt hast, da hast du doch voll Eben. Nacktbilder? Gibt's gar nicht von mir. Ja doch, hast du letztens gemacht von Felix, damit er dir Bild schickt. Ja, ich verschicke Nacktbilder, um Bier zu kriegen. Ja. Ja. Jetzt mal ganz, ne, mal ganz seriös und ganz ernsthaft, ja, für Nacktbilder könnte ich deutlich mehr kriegen als hier. Ja, manche haben es halt nötig. Oh, Oksan, es sollte keine Beleidigung sein gegen langhaarige Männer oder so. Langhaarige. Lumi, du bist fertig. Die langhaarigen Männer. Lass es doch einfach unten rumwachsen. Vielleicht kannst du sie dann um die Taille. Wie Sarah, Mann verschickt kein Nacktbilder, Frau verschickt Nacktbilder. Mann verschickt höchstens Dickpics. Nee, das macht man auch nicht. Männer verschicken deutlich mehr Nacktbilder als Frauen jemals welche schießen von sich. Also das ist in meiner Erfahrung noch nicht so. Zumindest wenn ich jetzt von mir und meinen Freundinnen ausgehe. Also wenn ich jetzt sogar, von mir und meinen Freunden ausgehe, doch. Auf den Imageboard, wo ich unterwegs bin, gibt es sogar eine Kategorie, aber schickst keinem. Ja, aber das liegt aber daran, dass andere Männer sich Nacktbilder von anderen Frauen sehr gerne angucken. Aber nein, immer. Ich habe den Granatapfel, der da gesprossen ist, habe ich verkauft gehabt in der Kiste und der wird aber hier benötigt. Oh, ich hab zwei Stück. Wir haben doch noch einen Granatapfel auf Reserve. Also wir brauchen noch drei Äpfel und einen Granatapfel, dann haben wir alles im Gemeinschaftshaus. Sarah, verschickst du denn Nacktbilder? Muss ich ja jetzt mal fragen, wenn du so komisch fragst. Das wird keiner wirklich zugeben. Oh, da kommt deine Stimme ganz dunkel an mein Ohr. sie hat reingeschrieben mit so einem überraschten Smiley dazu, man verschickt keine Nacktbilder. Entsprechend muss ich da mal nachfragen, ja. Man verschickt keine Nacktbilder, so. Ach, Lumi. Nicht alle sind so wie du. Ne?
Der Ben würde gerne mal eins bekommen von dir. Nee. Also, doch. Nee. Das klang jetzt falsch. Ich will jetzt sagen, dass sie. Das klang so falsch, ja. So war es nicht gemeint. Nein. Ja. So war es nicht gemeint. Aber da kann ich mich nicht mehr rausreden. Man kann nee, da kannst du dich nie wieder rausreden. Also. So war es nicht gemeint. Das Schöne ist, egal was du jetzt sagst, es wird falsch sein. Ja. Aber ich kann dir sagen, dass Benny ein ganz ordentlicher junger Mann ist. Ganz ordentlicher okay, junger Mann. Okay, verschickt ja. Hat sie keine, aber. Das ist irgendwie nicht besser so, ne? Verschickt ja, hat doch, sie keine, aber ein paar Dickpics hat sie schon bekommen, ja, okay. Sag ich doch, ich hab mein ganzes Leben noch nie ein Nacktbild verschickt, ich habe auch noch nie eins von mir gemacht. Sehen wir jetzt wirklich nur Bilder, wo man komplett nackt ist oder auch, wo man sich in Unterwäsche, also eindeutig sexuell präsentiert? Nee, komplett nackt. Okay. Dann habe ich tatsächlich nur von einer Freundin welche bekommen und das in dem Moment, wo wir uns getrennt haben. Okay. Sie schickt dir nackt, wenn du das sagst. Nein, sorry, andersrum. Ich habe eine andere. Nein, wir haben uns getrennt, weil ich gesagt habe, es passt nicht so zusammen und einen Tag später hat sie mir per E-Mail Nacktbilder geschickt. Willst mit dem Kommentar, die hatte ich schon für dich gemacht. Also meine Freundin hat von mir welche. Das war ein sehr, 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 sehr erniedrigender Versuch, dich wiederzukriegen. Ja, die wollte dich ja gar nicht zurück. Entschuldigung, Felix. Sommer. Die wollte dich gar nicht, du wolltest die nicht zurück, aber sie hat es halt versucht. Ohne Witz, wir haben es dann nochmal versucht und wir waren 3 Monate zusammen und es war eigentlich nur Sex, weil sie hat ja von mir nicht mal erzählt, dass wir wieder zusammen sind. Also es war eine Beziehung. Sie war wahrscheinlich nicht sicher, ob das jetzt hält. Ich weiß ja nicht. Also. Also alle Kerle, bei denen ich mir unsicher war, von denen wissen meine Eltern null. Ja, aber hast du dann 3 Monate lang nichts erzählt? Nicht. Wenn du wirklich fest zusammen warst eigentlich und dich auch teilweise so alle 2-3 Tage spätestens gesehen hast? Okay, das hatte ich so noch nicht. Okay, dafür kann ich ja jetzt nicht. Nix. Also nichts. Also. Ich hatte ja bisher erst einen Freund, wie das klingt. Und ja, der hat mich nach einer Woche gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Und dann habe ich total überfordert Ja gesagt und dann waren wir zusammen. Und dann muss ich aber auch aller Welt davon erzählen, weil ich das cool fand. Okay. Was ich jetzt gefreut habe. Lumi, wollen wir zusammen sein? Nur so als Alibi. Nein. Gar nicht so wirklich, nur so als Alibi, damit alle denken, wir haben einen festen. Damit eure Eltern wohl. Wieso sollen denn andere. Ganz ehrlich, ich bin eine Frau und ich streame. Es ist viel besser für mich, wenn ich keinen Freund habe. Stimmt. Das stimmt. Verdammt. Aber du kannst ja. Du gibt's kannst auch ja. Diese tollen Geschichten von irgendwelchen Streamerinnen, die ganze Zeit behaupten, Single zu sein. Auf einmal kommt der Freund aus Versehen ins Bild und 300 Follower verloren. Ja, das ist mein Mitbewohner. Der kocht hier nur. Ja, der kocht hier nur und bumst mich. Aber nein, der kocht hier nur. Okay. Ich muss mal kurz den Chat lesen. Der macht nur die Rüben weich. Hier, nix. Ja, Timbersaw ist nicht chillig genug für Stardew. Eigentlich, nee. Was ist nicht chillig genug für Stardew? Ein Charakter von Botha zum Holzhacken. Ein Eckpicker. So, ich habe jetzt Orangenwein, ey. Wer mag denn Orangen? Ups, falsche Kiste. Wer mag denn Orangenwein? Na, Hauptsache ihr habt Spaß. Er kocht mich nur beim Bumsen. Nein. Er kocht mir nur Essen beim Bumsen. Oh, das wäre mal was. Ein Kerl, der gleichzeitig bumsen und kochen kann. Du kochst und wirst von hinten oder was? Nee, er kocht und macht dabei. Er kocht und ich von hinten. Keine Ahnung, nein, irgendwie so. Mit Strap-on. Ja, was weiß ich. Da stelle ich mir es ziemlich schwierig vor, die Sachen zu hantieren, muss ich ehrlich sagen, oder zu schnippeln oder so. Ja, ich bleib bei der vielen Männerei. Du musst halt einen Eierschneider nehmen. Musst du was nehmen? Nee, in diesen Kaufshows gibt's doch diese Schnippeldinger, die sie da anbieten. Eierschneider, ja, aber. Nee, Eierschneider, da gab's doch hier so ein. VC oder so war das angehört. Das habe ich vor kurzem in einem Jodel gelesen. Nice. Sag mal, hackst du eigentlich noch jeden Tag Hartholz? Ja. Gut. Nicht, dass du es vergessen. Oh nein! Habe ich jetzt meinen Fisch verkauft, ich Trottel? Wenn sie unter den Tisch Salat machen geht. Ach nein, den hat's verarbeitet, den Fisch. Oh, jetzt muss ich noch einen neuen Forellenbarsch angeln gehen. Forellenbarsch. Kennt ihr jetzt auch einen neuen Zoo dahin? Ja, ich hab die gleiche Quest, Lumi, ja. Oh, ist total ätzend. Eierschneider. Hartholz. Diese Worte hier wird bei mir gerade geschrieben. Hier, heute bin ich nicht schuld. Ihr redet die ganze Zeit über so Themen. Du hast angefangen. Der Open Eiser nehmen. Kennt ihr das? Ja, aber Felix, du bist gerade irgendwie ein bisschen schlecht in der Quali. Ja, ich bin auf dem Balkon gewesen und da ist ab und zu
der Ton einfach weg. Ich böse Junge war draußen. Deswegen solltest du kein kabelloses Headset haben. Aber denkst du, warum ich mir das geholt habe? Nee, auch damit ich mich durch die Wohnung bewegen kann. Immer noch, du wolltest mit Rauchen aufhören für deine Katze. Ja. Du hast gesagt, wenn du eine Katze hast, rauchst du nicht mehr. Habe ich dich noch gefragt, warum machst du es nicht jetzt schon? Nö, ich warte, bis die Katze da ist. Inzwischen habe ich seit einem halben Jahr eine Katze. Ich suche mir ständig neue. Das ist tatsächlich nicht gut für Katzen. Aber die hat heute schon wieder, wo es mir im Magen rumging, hat es sich ganz nah an meinen Kopf rangekuschelt, aber hatte ich lange keinen Geruch gehabt. Und hat halt wirklich ihren Kopf auf meiner Schulter abgelegt. Das fand ich total süß. Ja, das würdest du noch viel häufiger machen, wenn du weniger rauchst. Lieber Felix, auch Kinder knuddeln mit dir, wenn du rauchst, weil sie dich lieb haben. Das ändert aber nichts daran, dass das nicht gut ist. Ich meine doch nur per se. Es geht darum, dass sie das trotzdem machen, auch wenn es nicht gut für sie ist. Ja, und dass sie das halt nicht merken. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann. Ich habe auch mit Bier angefangen, ziemlich spät. Da werde ich auch mit Rauchen irgendwann aufhören. Hey, du hast mit Bier angefangen und nicht aufgehört. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie missverständlich. Ich habe mir zum Beispiel, wo ich jetzt letztens bei den Tschechen war mit meinem kleinen Bruder und tanken war, habe ich mir noch, bin ich noch in Duty Free Shop. Ach, du machst schon. In Duty Free Shop. Duty Free Shop? Kinder knuddeln auch nicht alles. Habe ich mir so ein Kräuterlikör geholt in so einer ziemlich großen Flasche und der schmeckt halt so abartig scheiße. Aber Kräuterlikör ist schon eine geile Sache. Soll ich dir den noch schicken? Aber sag jetzt nicht, du hast den Becherowka geholt. Nein, Becherowka ich. Bitte was? Ich hätte ihn genommen, jetzt hast du das Paket aber schon hochgeschickt. Ich kann ja ein Foto von machen. Was soll ich denn? Entscheiden, ob du das haben willst. Sirius, was ist mit denn ein Foto von deinem Kräuterlikör? Wenn, dann will ich ihn trinken. Nicht angucken. Ja, eben. Dann kriegst du noch geschickt oder ich gebe meinem Bruder. Ah, ich bin den Donation-Text noch, stimmt. Ich schicke dir einfach mal ein Bild davon und da kannst du entscheiden, ob du ihn haben willst oder nicht. Nein, du brauchst ihn nicht extra schicken, also das lohnt sich ich ja noch, kaum Rico. Finanziell. Lohnt sich ja kaum finanziell. Lohnt sich kaum. Ne, der ist noch dreiviertel voll, Digga. Also ich hab's probiert, aber ich hab danach... Ich trinke ja, wenn drei Viertel ich trinke, Digga. Digga. Ich trinke ja, wenn bloß gemixt mit Cola. Aber dann ist doch Wurst, wie er schmeckt. Hauptsache das Alkohol drin. Meinte, schmeckt heute, aber trotzdem... Wörter in ihrer in der Schule, die kenne ich nicht mal. Und dann kam er mit irgendeinem türkischen Slangwort. Du schmeißt es aber trotzdem raus. Nee, irgendwie. Was war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch gemeint, ich weiß gar nicht, ob ich das alles wissen will, wie die miteinander reden. Ich auch gelernt, was ein Flopkind ist. Was habe ich letztens gelesen bei Juden? Ein Flopkind. Eins ist runtergefallen. Das... Naja, also ein Flopkind ist ein Kind, das die ganze Zeit nur Flops bringt. Und dann kann man das Ganze noch steigern durch die Flopgeburt. Was du hast Flops? Eine Flop-Geburt. Und was sind Flops? Ich wusste gar nicht, dass das die Jugend von heute das Wort Flop überhaupt kennt. Ja, aber Flop hey. Ist das, was irgendwas, was kacke war. Also was ja, auf richtig. Den Markt geworfen wurde, zum Beispiel nicht funktioniert hat. Das benutzt man scheinbar wieder in der Kombination mit Kind. Du Flop-Kind, wenn alles schief. Also wenn du nichts kannst. So. Oh. Ich meine, bei uns war das so behinderte Missgeburt. Aber heute ist es das Flop-Kind. Eigentlich, das klingt ein bisschen eleganter, muss ich sagen. Ja, oder? Ich fand das eigentlich ganz witzig. Ich fand es gar nicht so schlimm. Also er hat es so rumgedruckst, als ob das so ein mörderisches Schimpfwort wäre, aber ich fand es irgendwie. Die Jugend von heute ist harmlos geworden. Man gucke sich nur den heutigen Hip-Hop an. Aber Flip-Flops so sind auch nicht kacke. Aber schön, Sarah, dass du selber merkst, dass der schlecht war. Was ist das für eine schöne Assoziation? Okay, warte. Was Schnupftabak verursacht übrigens keinen Krebs und es entstehen dabei auch keine Giftstoffe, da nichts verbrannt wird. Also Schnupftabak. Aber Felix schnupft nicht. Nee. Für die Zähne und für alles, glaube ich, auch extrem schlecht. Für mich ist alles schlecht für die Zähne. Ich darf eigentlich gar nicht... Darfst nie essen. Genau. Türkischer Slang kenne ich also wirklich einer von Türken und Kurden, wo ich noch gewachsen bin. Ich glaube, es war türkischer Slang. Es könnte auch arabischer Slang sein. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt null aus. Wir sollen mir mal eine Liste schreiben. Und dann, lass das mal machen. Ich lasse mir von ihm jetzt mal eine Liste schreiben. Und am Donnerstag gehen wir mal zusammen die Jugendwörter von heute durch. Was haltet ihr denn davon? Das wäre doch mal witzig. Lumi? Da gibt's aber auch Küss mein Auge oder so, habe ich vor kurzem gelesen. Ja, das kenne ich auch, aber das benutzen auf Twitch auch viele tatsächlich. Okay. Oder was? Hallo John und Dankeschön für das neue Subscriben. Cool, danke. Das neue Subscriben? Ja, er hat geresubscribed. Ich glaube, du bist der Erste, der geresubbt hat. Mhm. Hatte ich entfolgt und wieder befolgt? Nein, resubscribed ist immer eine Subscription im zweiten Monat ausweitet. Dankeschön. Ja, und ich glaube, John ist der Erste, der jetzt seit 2 Monaten Subscriber ist.
Und das völlig freiwillig. Der ist ja verrückt. Was ein Irrer. Ja. Danke, Ben. So, Thomas, hast du jetzt nicht gehört. Du bist weder irre noch sonst irgendwas. Lauf, ja. John, lauf. Ja, also das heißt schon, wenn du jetzt dabei bleibst mit dem Subscriben und sowas, dann wirst du für immer und ewig mein längster Abonnent sein. Wer subscribt denn heute noch? Sagt was? Sarah, die ein Subscription-Emote vor ihrem Namen hat. So. Wer subscribt denn heute noch? Ja. Oder was habe ich denn dumm hier und hab ganz viele Subs. Wenn überhaupt, Flower Grower, bin ich die dumm hier und hab ganz viele Subs. Aber nicht das ist ein Tag. Ja, ja. Was habe ich letztens bei Jodel gelesen? Ich mag es, wenn eine Frau meine mach Pupille küsst. Was, deine Pupille küsst? Ja, das war eine Zeit lang Trend in Japan, glaube ich. Also ich will nicht, dass mir jemand... Also in Japan gab es eine Zeit lang irgendwie so einen Trend mit einer Zunge ins Auge stecken oder so. Also ich will nicht, dass mir jemand Spucke ins Auge schmiert, ehrlich gesagt. Was sehr unhygienisch ist, by the way. Aber wer hat denn jetzt das Bündel da eingelöst eigentlich? Ne, du hast doch, oder, Lumi? Eine was? Euch beiden was eingelöst? Granatapfel? Ich hab's eingelöst. Ja, und was hast du dafür bekommen? Gold. Gold. Was machen. Gold? Lumi ist das dominante Weibchen hier oder so ähnlich, ja, oder so ähnlich. Das Beta-Weibchen. Nein, ich bin schon das Alpha-Weibchen. Es gibt kein Alpha-Weibchen, weil Alpha sind immer Männchen. Von wem? Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt bei Wölfen gibt's Alpha-Weibchen und Alpha-Männchen. Was? Heute hat noch jemand Geburtstag. Wer denn? Und zwar. Oh, ich will nicht die. Oh. Ach so, sag mal, Ben? Nein. Bauen wir jetzt eigentlich am. Bauen wir jetzt eigentlich am Sonntag Modellauto? Ich habe mein Paket immer noch nicht bekommen, aber ja. Sonst schon. Ich auch nicht. Ich habe aber Chris jetzt schon so verstanden, dass er es mir, glaube ich, schicken wollte. Sag mal, kann es nicht einmal im Herbst regnen? Ich muss dieses scheiß Amulett holen, damit ich Haley heiraten kann. Ich habe heute einen Slash-Puppy-Automaten geschickt bekommen. Ein was? Das ist so krass. Also weiß ich, meine ganzen Freunde haben irgendwie meinen Geburtstag sehr, sehr serious genommen dieses Jahr. Ich habe ganz viele Sachen geschenkt bekommen, die eigentlich viel zu teuer sind. Aber ich freue mich trotzdem sehr darüber. Was hast du? Ein Flash-Puppy? Ein Slush-Puppy-Automaten, das ist so cool. Ein Slush-Puppy. Slush-Puppy. Was ist das denn? Was ist diese Eisgetränk-Dinger, die auf die Stirn total wo du Gehirnfrost von kriegst, wenn du zwei so Schluck cool trinkst. So cool. Und ich hab das eigentlich als Gag, habe ich das mit ganz vielen Leuten am Laufen, habe gesagt, wenn sie jemals im Lotto gewinnen, will ich so ein Ding und dafür bekommen sie irgendwas Äquivalentes von mir, wenn ich im Lotto gewinne. Und jetzt habe ich den einfach zum Geburtstag geschickt bekommen. Jetzt brauche ich irgendwas Neues, was ich bekomme, wenn jemand im Lotto gewinnt. So. Oder du kriegst einfach nochmal einen großen Automaten. So irgendwie ein Jahresabo mit Auffüllung und sowas. Was hast du für ein Handy? Was holst du dir jetzt für ein? Ich habe ein Samsung Galaxy S4 Mini. Und ich würde gerne. Ja, S4 noch. Und ich würde gerne das Nachfolgermodell, das Samsung Galaxy S5 Mini haben. Warum das S5? Es gibt doch schon. Ich habe schon das S8. Weil ich so einen Scheiß nicht brauche. Ganz im Ernst. Also ich will, bei meinem Handy ist ja, oh Gott, jetzt erzählst du im 100. Mal, bei meinem Handy funktioniert ja der An- und Aus-Button nicht mehr, was dezente Krux ist. Das ist halt wirklich bei jedem Stream bei dir drin. Irgendjemand fragt halt immer nach, was soll ich denn machen? Also, keine Ahnung, guck dir einfach alte Streams an, was weiß ich. Ich erzähle jetzt nicht wieder, was ich mit dem Ding machen muss, um es anzuschalten. Jedenfalls funktioniert der An- und Aus-Button nicht mehr. Und ich habe gedacht, wenn bei eBay Kleinanzeigen. Ja, und ich habe gedacht, wenn ich jetzt ein neues Handy kaufe, dann darf es halt auch einen kleinen Ticken besser sein als das aktuelle. Das muss jetzt aber auch nicht gut sein. Ich will kein S8, das ist total die Geldverschwendung. Ich kaufe mir nicht ein Handy für 500 Euro. Aber hast du beim S5 wenigstens das aktuelle Android oder halbwegs aktuelles Android drauf? Ich will gar kein aktuelles, ich brauche das alles gar nicht. Hauptsache, es kann die Apps benutzen, die auch schon das S4er benutzen kann und es funktioniert und der An- und Aus-Button geht. Also wenn es beim S4 die Apps gehen, dann geht es beim S5 erst recht. Und die Minigeräte, Probleme, ich fand das ehrlich gesagt total super. Ich komme mit dem gut zurecht. Also eigentlich hatte ich auch überlegt, ob ich das S4er einfach nochmal bestelle, aber manche Apps zicken so ein bisschen rum mittlerweile und ich dachte, okay, vielleicht wäre ein... Hier, Leute, ich habe gerade Haley angequatscht, die hat gesagt, ich habe ziemlich hart gearbeitet und warum ich mir nicht den Rest des Tages freinehme. Hallo, Leo. Ich lehne mich dann mal zurück. Freinehmen heißt, du musst angeln gehen. Leo, ich wollte dir noch auf deine Nachricht antworten. Ich hab gestern durchgemacht. Ich war dann irgendwie zu glatt, um auf Nachrichten zu antworten. Ja, jetzt geh angeln. Komm, hau rein.
Naja, ich geht gleich angeln. Ich mag keine großen Handys. Mit dem Mini bin ich schon sehr zufrieden. Lumi hat zu kleine Hände, die mag nicht so große Sachen. Ehrlich gesagt hat sie sehr große Hände, aber ich mag das gerne in die Hosentasche stecken und sowas und diese riesigen. In die Handys, Hosentasche die stecken. Oh nee! Das geht grad nicht. Was? Nix! Alles gut! Was habe ich denn jetzt schon wieder kaputt gemacht? Weiß nicht, ich rede davon, dass du zu kleine Hände hast, deswegen große Sachen nicht magst und du sagst, nee, ich will es nur in die Hosentasche stecken. Benni, du denkst jetzt genauso wie ich, was ist mit dir los? Ja, bei Lumi ist das einfach so, mit der kann man da nichts anderes denken. Hallo? Das liegt an meinem makellosen. Hier wird gerade geschrieben, WhatsApp wird aber bald auf dem S5 nicht mehr funktionieren. Die sind ja inzwischen so billig, da würde ich schon aufs S7 gehen eigentlich. Ich benutze kein WhatsApp. Von daher Tada! Ist es, interessiert mich das tatsächlich relativ wenig. Sie ist abgeschnitten von der Außenwelt. Ah! Also, Elliot übrigens hat Geburtstag. Tom, wenn du als Telekom-Fuzzi ein Samsung Mini hinterhergeschmissen bekommst, dann schmeiß es doch mal auf mich. Oder so. Also. Telegram benutze ich tatsächlich unter Zwang. Ich will es eigentlich gar nicht benutzen, weil ich davon nicht so viel halte. Eigentlich am liebsten Threema. Aber gut. Weißt du, benutzt ein Telefon nur unter Zwang? Telegram benutze ich unter Zwang. Telegram. Die App. Sag's doch Englisch. Telegram. Ich benutze Telegram nur unter Zwang. Aber du weißt, das ist ja eigentlich eine ganz gute App, ist. Actually, no. Ich glaube nicht, dass das eine really good App ist. Gibt aber die sind doch voll verschlüsselt und so. Aber nicht so stark wie Threema, you know? Aber du hast doch nichts zu verbergern, was willst denn du mit Verschlüsselung? Ey, mit der Sprache kannst du dich in der Jugend blicken lassen. Mit der Sprache kann ich mich nirgends blicken lassen. Doch, nicht mal auf Twitch. Doch, in der Jugend. Okay, Moment. Die Frage ist übrigens gerade, wofür du ein Handy hast, Lumi. Ich muss jetzt gerade nochmal Chat lesen, sonst komme ich hier nicht. Ich würde sagen, für Threema. Was die Kerle für komische Gedanken haben, sorry, Xan, ich weiß es auch nicht. Die zwingen mich jede Woche haben? Aufs Neue. Ja, wir zwingen dich. Geh weg. Ich möchte ganz im Ernst, ich möchte immer nur darüber reden, dass ich gerne ins Kloster möchte und ihr kommt dann mit irgendeiner sexuellen Scheiße aber an. Aber dann machst du mit. Lumi. Was? Was wolltest du für ein Handy haben? Irgendein Samsung Galaxy Mini Bla Ding. So. Nein, John kriegt nur die neuesten Modelle. Das klingt jetzt nach Gejammer auf höchstem Niveau, aber ist halt für deine... Wenn ich Galaxy eingebe, kommt erstmal ein Auto. Ja, ist es tatsächlich. Also mir reicht es wirklich für 100... Ich hab nicht zugehört, ich glaube, es ist auch besser so. Für 100 irgendwas auf E-Mail zu ersteigern oder sowas. Also S5 Mini gibt's hier zum Beispiel in Riesa für 65 Euro. Hast du mir das Geld oder für 60 Euro inklusive Echtlederhülle? Will ich gar nicht. Echt? Nein, dann will ich es schon mal gleich gar nicht, weil ich kein Leder kaufe. Oh mein Gott, dann nimmst du das. Also es ist aber gebrauchtes Leder, Lumi, das ist wie Foodsharing quasi. Ich kann auch die. Okay, gebrauchtes Leder kaufe ich sogar eher, aber was Lumi, ist das für ein Ding? Lumi, das ist ein Samsung Galaxy S5 Mini inklusive Echtlederhülle. Die Echtlederhülle behalte ich einfach, schmeiße in den Müll, ne? Und du kriegst und das Handy für 60 Euro. Auf eBay Kleinanzeigen. Ja, aber ganz im Ernst, ich habe keine 65 Euro. Jetzt lass mich mal warten, bis ich 65 Euro habe. Dann gibt es noch Samsung Galaxy S5 Mini für 25 Euro. Billiger wird es aber nie. 25 Euro? Dann will ich aber nicht wissen, was mit dem Handy schon passiert ist. Gebrauchtes Handy in funktionsfähigem Zustand. Voll funktionsfähiges Display ohne Risse. Gehäuse mit ganz leichten Farbabplatzungen an den Kanten. Kaum zu sehen. Abzugeben, weil ich daheim Probleme mit dem Empfang habe. Inklusive Originalverpackung, inklusive Ladekabel, inklusive Kurzanleitung. Ja, Versand für 20 Euro, das kannst du auf eBay noch für 150 kaufen. Ja, ne. Kleinanzeigen ist ein bisschen anders. Das sind nämlich die Leute, die keinen Bock haben, auf da irgendwas da einzustellen oder sowas. Abzugeben. Also, schick mir doch mal den Link dazu, ich guck mir das mal an. Okay, ich speichere das. Wir haben zu wenig Milch. Weil das schicke ich dir nach dem Stream. Okay, dann vergesst mal das Donation Goal bis dahin. So. Und Telegram ist nicht das Beste, was Verschlüsseln angeht. Tatsächlich sind nach wie vor die Betriebswege von Telegram nicht komplett geklärt. Zumal also, meines Wissens auch Telegram genau die gleiche Verschlüsselung hat wie WhatsApp. Ja, und Threema ist deutlich krasser. Und bei Threema kann man das nachvollziehen, die Übertragungswege? Also eigentlich, ich weiß es nicht, wie es seit diesem Jahr ist, wie es seit Anfang letzten Jahres ist. Das Ding an der Sache ist, dass Threema eigentlich so datengesichert ist, dass nicht mal die Regierung drauf zugreifen könnte.
Aber seit Anfang letzten Jahres gibt es eine Verordnung von der Schweiz, innerhalb des Schweizer Staates, dass du ein Hintertürchen offen halten musst bei jedem Messenger für die Polizei. Ja, wird aber Threema einfach dort nicht offiziell angeboten und fertig. Ja, gibt's da halt immer noch. Und die haben das Programm entsprechend angepasst. Und wenn es für die Schweizer Polizei ein Hintertürchen gibt, dann gibt es da generell davon eins. Aus. Gibt es da generell eins. Aber dann ist es wieder das gleiche bei allen. Das gilt wiederum für alle Messenger. Aber Threema ist angeblich schwerer zu knacken. Und ich persönlich finde überzeugend, dass Threema Geld kostet. Weil ich möchte nicht Sachen, die. Nein, pass auf, das ist eine relativ simple Geschichte. Sachen, die kein Geld kosten, müssen sich trotzdem irgendwie finanzieren. Ja, und du glaubst wirklich, wenn die Zusatzeinnahmen kriegen, weil sie Daten verkaufen, dann lassen sie sich das entgehen, oder was? Angeblich ja. Nee. Also ich hab einen Kumpel, der sich sehr, sehr, sehr krass mit dem Thema beschäftigt, bei dem ist alles datengeschützt. Der hat sogar ein eigenes datengeschütztes Handy von einer speziellen Marke und was weiß ich was alles. Besser als Merkel, oder? Und der sagt, ich soll die Finger weglassen von Telegram. Wäre nicht gut. Ja, Telegram soll halt mit der russischen Regierung irgendwie in Verbindung stehen, ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er zu mir gesagt, ich hatte es mir auch irgendwann mal erklärt, aber ich habe nur mit halbem Ohr zugehört, weil er mir einfach zu viel über das Thema weiß. Und wenn er dann anfängt zu reden, dann redet er halt auch einfach 2 Stunden darüber. Noch jemanden. So die Erfahrung, also sag mal so, die Quintessenz ist, nutzt nicht Telegram, sondern nutzt Threema. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Also ich bin hier auf jeden Fall schon mal mit euch näher an den ganzen Monsterjagd. Abschlüssen okay. Als wenn ich alleine spiele. Ich habe 408 Schleime von 1000 erledigt. Glückwunsch. Hat sich auch ein neues Handy gebraucht gekauft. Ich finde, das ist ehrlich gesagt auch gar nicht so erwerbliches dran, sich gebrauchte Handys zu kaufen. Das braucht man viel Geld und kriegt trotzdem ein gutes Handy. Du könntest auch, Lumi, du könntest auch, wenn du Bock hast, könntest du einfach noch ein halbes Jahr warten. Dann kriegst du Felix sein. Ich farme in der Mine, weil ich in der Wüste einfach die ganze Zeit sterbe und ich heute ja nicht ganz so fit bin. Lumi. Heute was? Nicht ganz kannst so du viel. Einfach noch ein bisschen warten und dann habe ich mein S8er bald, gebe ich ja bald weg. Oder brauchst du nicht mehr und dann kannst du dir das nehmen. Brauchst du dein S8er nicht mehr? Weil ein neues kriegt durch einen Vertrag. Eben. Achso. Was heißt denn ein bisschen warten? Ein halbes Jahr, hat er gesagt. Müsste ich selber nochmal gucken, wo genau das wann aufhört, aber. Muss ich doch mal gucken. Das machen wir dann am besten, wenn ich dir den Link noch schicke. Ja, ich schick mal, aber ich, also, ja. Ja, 25 Euro ist schon ein guter Preis. Also man muss sie trotzdem haben. Preis. Darum geht's. Also, die 25 kriege ich, ja gut, den Monat wahrscheinlich nicht, aber den nächsten Monat kriege ich die schon irgendwie zusammengeschnorrt. Kannst du erstmal holen und dann. Nee, also momentan diesen Monat, sind wir mal ehrlich, diesen Monat ist finanziell eine Katastrophe. Aber im Februar, März gebe ich halt 4 Erste-Hilfe-Kurse und da kommt dann ordentlich was rein. Das heißt, da habe ich dann auch wieder keine. Aber du hast doch jetzt auch Erste-Hilfe-Kurse, bin ich gerade doof. Nee, die Erste-Hilfe-Kurse sind eine unregelmäßige Geschichte. Die sind nicht fest einmal die Woche oder sowas, sondern da gibt es halt Termine und dann nehme ich die eben wahr oder ich nehme sie eben nicht wahr. Und vor März gibt es halt Ende Februar gibt es halt keine bei mir in der Gegend, sondern nur Richtung Ulm. Und ich fahre nicht 3 Stunden, um einen Erste-Hilfe-Kurs zu geben. Das hat, also ich meine, ich würde die zwar bezahlt kriegen, aber das warum ist das jetzt unregelmäßig und sonst, also gibt es einen Grund dafür, warum das jetzt unregelmäßig, jetzt gerade? Es ist immer unregelmäßig. Achso, das klang gerade anders. Nee, das Ding ist ja, das sind Erste-Hilfe-Kurse, die sind ja für... Erste-Hilfe. Ich war bei Nachhilfe. Die Nachhilfe ist immer fest. Ja, deswegen war ich verwirrt. Aber auch die ist diesen Monat eine Katastrophe, weil nämlich die letzten 3 Wochen Ferien waren. Ja. Und ich in den Ferien keine Nachhilfe gebe und also habe ich die letzten. Wieso das eigentlich nicht? Weil die Schüler es nicht wollen und die Stiftung, die für die Schüler bezahlt, ist nur in Ausnahmefällen in den Ferien bezahlt. Ja gut, okay. Das stimmt ja. Benni, wenn du jetzt mal richtig überlegst, ne, hätten wir damals uns in den Ferien mit Nachhilfe beschäftigt? Mit Nachhilfe nicht, aber mit Hausaufgaben und sowas schon. Ich habe Nachhilfe halt nie wahrgenommen. Ich habe in den Ferien auch was gemacht fürs Abitur. Ich habe Nachhilfe wahrgenommen. Ich habe die Lehrerin immer gebeten, dass sie mir neue Graphenaufgaben gibt. Und die so, das kannst du doch. Ich so, ja, das macht so viel Spaß. Das ist ja keine Nachhilfe. Oh, es regnet. Ich muss runter an den Strand.
Und das 3310 ist auch schön. Ich hatte das 3210. Ihr hattet Nokias? Mhm. War mein erstes Handy mit 13. Ich hatte ein Motorola G450 oder C450, das war das erste mit Farbdisplay. Aber ich ich hatte halt keine Polyphon-Klingeltöne und war deshalb relativ gesägt. Mein erstes Handy war ein Klapphandy. Das 32er. Nee, das 3210 war mein erstes. Mein erstes Handy war ein Klapphandy und das war von ein Klapphandy von Neck. Die Firma gibt's heute gar nicht mehr, glaube ich. Ich raste hier nochmal aus. Warum? Ich kann hier nicht mehr durch. Doch hier. Du glücklicher Archangel. Also ich hab vom Abi habe ich richtig brauchen müssen. Ich habe vom Abi nicht gepaukt. So, damit habe ich das Geld für die fürs Handy. Dankeschön, ja. Xan. 25 Euro. Jetzt kann ich mir das Nokia, wollte ich gerade sagen. Donated quasi gerade. Vielen Dank für die Donation. Das ist da kriegst du dann den Link. Und dann schreibst du die gleich an und sagst hier, dahin schicken. Und du musst das, glaube ich, aber im Voraus zahlen. Ja gut, ich hab's ja jetzt, also so wenn sie überhaupt verschicken. Ja, das müsste ich dann mal gucken. 7 Euro Versand. Ja, die kriege ich schon zusammen irgendwie. Ja, ne, das lass mal. Ja, Chris, so ist es ja nicht. Wer war Harvey nochmal? Geburtstag geschickt. Der Gute. Harvey ist der Doktor, glaube ich. Ah, stimmt. Ja, logisch, hat auch von der Creme gesagt. Du bist aber auch lieb. Du gibst mir 25 Euro für ein neues Handy und hast selbst ein 3310. Hm. Das ist wirklich sehr, sehr ehrenwert. Ja, aber wenn es funktioniert, braucht man halt kein neues. Ja, du, wenn man selber kein Interesse dran hat, ist ja auch super. Jeder soll ja auch sein Geld für das ausgeben, was ihm irgendwie am Herzen liegt. Ich musste letztens lachen. Ich habe hier, da gibt's auch mein neuer Alter, wo der Date Müller hier ständig diese Autos für diese angeschlagenen Familien sucht, ne? Und er hatte selber ein Handy, was so eine Spider-App hatte. Also halt, ja, und? Zerstörtes Display. Ich habe mir auch mein zweites Smartphone war, jetzt habe ich mir mit Spider-App gekauft. Da habe ich mir aber auch so gedacht, der wird halt einfach ganz andere Prinzipien haben. Lieber halt. Das Handy funktioniert ja trotzdem, trotz kaputten. Ich habe in der vierten Klasse hatte ich Panik, dass ich nicht aufs Gymnasium komme, weil einfach die Gesamtschule, die bei uns in der Gegend war, die, also mittlerweile ist sie besser, aber die war damals eine mittlere Katastrophe, die war richtig, richtig asozial. Was ist denn eine Gesamtschule? Das ist eine Mischung aus Haupt- und Realschule. Genau. Aha. Du kannst beides machen da. Und da hast du noch eine Förderschule meist drin. Und bei uns war die halt wirklich. Also du hattest echt Angst vor der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten da wirklich nur. Ich habe immer gesagt, wenn man auf die Schule geht, man kann eigentlich nur drei Berufe ergreifen. Entweder Drogenhändler, Prostituierte oder Berufsschläger. Viel anderes gibt es dadurch nicht. Und das war nicht die Arroganz des Gymis von nebenan, ne? Also die waren wirklich hardcore da. Und deswegen wollte ich unbedingt aufs Gymi. Das ist also. War einer der Gründe. Und beim Abitur habe ich tatsächlich in der 12. habe ich lange überlegt, ob ich die 12. freiwillig wiederhole, weil ich nicht wirklich gut war und ich dachte, okay, ich möchte nicht so einen total versauten Abschluss haben. Und dann habe ich aber die Arschbacke zusammengekniffen und habe es dann doch durchgezogen. Kniefe. Hab so. Und jetzt studierst du immer noch. Verdammt. Herrschaftsabschluss mit 1,3. Wow, nicht schlecht. Ich habe Realschule mit 2,9 und meine Berufsschule mit 2,7 abgeschlossen. Ja, ist ein schlechtes Abi mit 1,9er Schnitt. Also, ist auch schlecht. 1,9er Schnitt ist doch kein schlechtes Abi. Das ist ein saugutes Abi. Ich wollte mit einem 2,0er Abi auf die Berufsakademie gehen. Das ist ja sozusagen berufsorientiertes Studium. Und da hat mir echt jemand bei dem Bewerbungsgespräch ins Gewissen geredet, ich soll auf die Uni gehen. Mit dem Schnitt habe ich auf der Berufsakademie nichts zu suchen, so ungefähr. Tja. Also. Ich habe einen Schnitt von 2,7 und habe damit Glück gehabt, weil Philo hatte einen NC von 3,0. In dem Moment kann man sich aber einen NC auch sparen, oder? Scheinbar nicht, keine Ahnung. Also. Wir hatten zig 100 Studienanfänger. Ja, aber wenn ich einen NC so weit oben ansetze, kann ich auch einfach weglassen und dann siebe ich halt aus ein bisschen. Weiß ich nicht. Also das Ding ist ja, dass Hessen erstmal keine Studiengebühren hat
und ziemlich zentral in der Mitte des Landes liegt. Und wir haben die größte Philosophiefakultät von ganz Deutschland. Entsprechend, keine Ahnung, wie viele Leute da noch unter 3,0. Ja, aber Dresden hat auch eine der größten Informatikfakultäten oder bekanntesten Informatikfakultäten Deutschlands. Informatik sieht sich ja sowieso nach dem ersten Semester aus. Genau, und die gibt's keinen NC, da sieht es halt einfach nach dem ersten Semester aus. Gut, das hättet ihr auch machen können. Oder könnten eure Professoren machen. Also die einfach. Vorlesungen waren voll. Also wirklich voll. Unsere Vorlesungen sind auch voll. Die Leute haben dann noch auf der Treppe gehockt und sowas. Also. Ja. Das ist bei uns bei BWL und sowas auch. Also da hast du nicht genug Platz. Tante damals in dem Abi von 1,1. Aber deine Tante zählt nicht, weil deine Tante nämlich noch kein Zentralabitur hatte. Und mit dem Zentralabitur wurde alles schlechter. Ja, ich hatte auch kein Zentralabi. Mein Bruder hat sein Abi gemacht, der hatte nur 4 Prüfungsfächer anstatt 5 und der hatte mit jedem Lehrer haben die genau die Themen abgesprochen und bei uns musste einfach niemand was drankommen. Nicht mal die Lehrer. Hey, wieso hattest denn du Zentralabitur? Weil das bei mir schon da war. Du bist doch nicht jünger als ich. Ich bin nicht jünger als du, aber ich wohne in Hessen. Aber Zentralabitur kam doch erst überhaupt die Diskussion auf, nachdem ich Abi gemacht habe. Ich habe dir das letztes Mal schon erklärt, das ist Bundesland unterschiedlich. Ich weiß, Hessen, aber die Idee kam ja trotzdem erst deutschlandweit auf, dachte ich. Bevor Hessen Zentralabi hatte, hatte Bayern schon längst welches. Ich glaube schon Jahre vorher. Okay. Und wir waren in Hessen der zweite Jahrgang, der überhaupt Zentralabi hatte und unsere Lehrer hatten einfach gar keinen Peil. Und für Mathe habe ich auch gelernt, wie blöd, weil ich Idiot auch noch Mathe-Leistungskurs hatte. Siehst du, ich habe das anders gemacht. Ich habe Mathe-Leistungskurs gemacht und wir haben uns immer zu einer Art Arbeitsgemeinschaft getroffen, um Abi-Vorbereitung zu machen, 2 Jahre lang. Und dann ging das ganz gut. Ausbildung. Ja, ich hätte vielleicht auch abbrechen sollen und eine Ausbildung machen sollen, aber ja, dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Also du kannst immer noch abbrechen und eine Ausbildung machen. Ich muss nur noch die Abschlussarbeit schreiben, jetzt breche ich auch nicht mehr. Also. Oh, und bayerisches Abi. Uiuiui. Dann dein bayerisches Abi ist wahrscheinlich mehr wert als mein hessisches Studium. Das ist aber eine harte Aussage. Einmal vor Gericht. Was hast du denn vor Gericht gemacht? Ja. So. Ja, es war jetzt ein bisschen polemisch mit dem. Nee, ich hab dir das schon mal gesagt. Ich mach das jetzt noch fertig. Und wenn ich es nicht fertig mache, in einem halben Jahr sowieso vorbei. Also ich kann mein Studium nicht noch länger hinauszögern, als ich das sowieso schon mache. Benni, wie lange kannst du eigentlich noch? Ungefähr genauso. Wobei mir ist es in einem Jahr vorbei und nicht in einem halben Jahr ungefähr. Also bei mir ist offizieller Schluss. Entweder im März, wenn ich es nicht geschafft habe, mich anzumelden, oder im. Meine Katze November. Hat sich gerade auf den Schreibtisch gelegt. Oh, ich will auch und eine Katze. Und tut jetzt mitgucken. Musst du dir eine Katze kaufen? Was soll ich denn eigentlich heute machen? Katze kaufen. Dankeschön, Felix, für die 7 Euro. Die Versandkosten noch. Oh, dankeschön. Du hast aber spendable Zuschauer. Ich finde dich supi, bleib so wie du bist. Das heißt, ich habe keinen spendablen Zuschauer, ich habe einen spendablen Felix. Moment, das ist ja hier unser was, Felix? Ja, unser Felix. Also, lol. Immer diese Leute, die doch echt schlimm hier, ja. Dankeschön, Felix. Und da wird bei mir gefragt, wer überhaupt heutzutage noch subscribed, ey. Wie wird bei mir wird gesagt, man würde nie subscriben, dass das Subscriber-Symbol ist ein Bug und bei dir wird halt einfach Geld rausgehauen. Da fliegen die Scheiben durch den Club. Subscriber-Symbol ist ein Bug, wer sagt denn sowas? Bei dir fliegen jetzt ein paar Scheine. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, außerdem mal davon abgesehen, ja, also am Samstag, wo du Geburtstag da gefeiert hast, ich habe an meinem Geburtstag, habe ich glaube ich keine einzige Donation bekommen, ja, und bei dir alle 2 Sekunden so hier. So es war nicht Donation. Alle 2 Sekunden, das war nur da die Hochzeit, warst du gerade da am Zugucken, ja? Ja, da war es alle 2 Sekunden. So überhaupt nicht. Und ich und Felix haut da das Geld dir um die Ohren. Das ja, meiste waren aus dem Subscriber. Der suhlt sich da drin und wirft die Scheine durch den Club. Oh, ja, komm, Lumi, du hast doch noch nicht mal Geburtstag, ne? Also. Doch, sie hat am 9. Ja, ich hatte 3 Tage vor Ben. Ja, dann alles Gute nachträglich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hast du mir letzten Donnerstag schon gesagt. Aber gut. Ja, war es ein Tag vorher. Ja. Da habe ich auch schon erzählt, dass ich noch verkatert bin vom Geburtstag und dann hieß es alles Gute nachträglich, Lumi.
Felix ist noch verkatert von letzter Woche, glaube ich. Ja, irgendwie schon. Und ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis, weil ich parallel versuche, mit euch zu reden und den Chat zu lesen. Wisst ihr, ich habe nicht viel beim Chat. So, warte, mein Vater hat auf Unterschrift. Was? Mein Vater auf Unterschrift verklagt. Er wollte, dass ich. Junge, dein Deutsch. Mein Vater auf Unterschrift verklagt, da er wollte, dass ich Hauptschule gehe. Alter. Ich wollte Realschule. Alter. Meine Tante hat versucht, mir das Gymnasium, was ich noch zur Auswahl hatte, einzureden. Und meiner Mama war es egal. Okay. Da scheint jedes Familienmitglied eine andere Möglichkeit. Ich hätte gewürfelt. Eine andere. Was soll ich sagen? Eine andere Vorstellung Meinung? Von meinem Leben gehabt zu haben. So. Ich habe auch noch nie abonniert, wüsste nicht wieso. Ja, abonnieren, ich finde es eigentlich eine nette Geste. Vor allem gibt Twitch da irgendwie einen Damn drauf. Ich glaube, vom finanziellen her sind wahrscheinlich Donations irgendwie effektiver. Also. Ja, weil du nicht die Hälfte abgeben musst. Dafür subscribed, Mann. Moment mal, du hast subscribed bei mir? Nee, ich glaube, es ging nur generell, was man subscribed, warum man subscribed. Ach so. Dafür subscribed man, verstehe. No, Forest! Ich muss öfter mit meinem Pferd reiten. Ich habe jetzt ein Pferdchen. Die Emote-Bombe. Was? Emote-Bombe? Diskussion gehört. Emote-Cancer. Das ist aber auch hart. Hey, nichts gegen Emotes, ja? Es gibt echt gute. Ja, meinst du, Mensch? Das habe ich nicht verstanden, was du jetzt vorgelesen hast. Hier drei Emote und die anderen beiden sind. Ach so. Das wird mit Emojis angegeben bei mir im Chat gerade. Das ist der virtuelle Schwanzvergleich mit Smileys. Der virtuelle Schwanzvergleich von anderen ja eigentlich. Weil du hast die ja nicht dir verdient. Also du hast die zwar bezahlt mit den 5 Euro für den Monat, aber du hast denen nicht verdient, dass du die überhaupt da hochladen durftest bei Twitch. Naja, aber man hat sie schon mit Geld verdient zu benutzen. Ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Das ist ein anderes Schwanzvergleich. Wenn du jetzt zeigst, was für geile Emojis du gemacht hast, dann vergleichst du deinen Kreativitätsschwanz. Wenn du jetzt aber zeigst, wie viele Emojis du hast... Und warum musst du eigentlich alles auf Schwänze runterbrechen? Weil wir gerade von Schwanzvergleich hatten, aber... Du redest die ganze Zeit von Schwanzvergleich. Okay, lass den Schwanz mal weg. Das eine ist ein Kreativitätsbattle zwischen verschiedenen Streamern und das andere ist ein finanzielles Battle zwischen ich kann mir so und so viel Smileys leisten. Ja. Und damit kann man auch angeben, wenn man das denn Letzteres möchte. Letzteres Video wie dämlich. Ja, aber ist halt so, keine Ahnung. Und jetzt sag nochmal, wir wären dran schuld, ja? Du redest ununterbrochen von Schwänzen. Vielleicht meine ich ja auch die von Tieren, die hinten wachsen. Ja, natürlich. So. Das wäre aber ein Schweif, dummerweise. Zumindest beim Pferd zum Beispiel. Naja, der Kanal, auf dem ich häufiger bin, sorgt dafür, dass alle, die auch nur ein einziges Emote verwenden, gebannt werden. Und ich finde das gut so, okay. Nein, das wird bei mir tatsächlich nicht passieren. Was, fremde Emojis benutzen, ist ein Banngrund? Nein, dass generell Emotes Banngründe sind. Warum sagt mir hier keiner, dass ich vergessen habe zu ernten? Jeder ist für seine Aufgabe selbst verantwortlich, wir sind alle erwachsen. Ups. Ich habe jetzt meiner Freundin geholfen auszumisten und jetzt habe ich Bücher auf Japanisch hier rumliegen. Ich weiß nicht wirklich, was ich damit machen soll. eBay Kleinanzeigen. Ja, oder ich verschenke sie. Ich weiß nicht, ob die irgendwas wert sind, von daher werde ich sie wahrscheinlich verschenken. Jeder hat sein eigenes Haus, wir können aber zusammen in einem Bett schlafen, wenn wir da Bock drauf hätten. Warte mal, Argent, ich guck mal, was das ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich Bücher sind. Ich guck mal. Hallo, du bist so schön warm und weich. Wenn du mir deine Adresse und dein... und das werde ich gekonnt ignoriert hier. Was hast du gesagt? Werde ich gekonnt ignoriert. Anscheinend ja nicht. Moment. Warum ist Felix eigentlich schon wieder mute oder so? Weiß ich nicht, jetzt bin ich ruhig. Du gehst deine Alten fremd! Raus! Ich habe nie gesagt, dass ich mit dir geschlafen habe. Ich habe bloß bei dir im Bett. Das erzähle ich ihr. Wir sind gute Freunde, da kann ich wohl bei dir übernachten. Hallo? Aber nicht in meinem Bett. Ich habe bei dir übernachtet, du hast nur ein Bett. Leg dir ein zweites zu, geht nicht anders sonst. Ich,
Ah, James, ich wusste, dass irgendjemand in meinem Stream Japanisch macht. Ich bin gleich wieder da. So, Haare und so. Harem und so. Jetzt da an. Hört ihr mich? Ja. Gut. Naja, weil ich war gerade nochmal draußen in den Bofen und auf einmal war komplett das Signal weg. Ach so. Und jetzt musste ich mein Headset erstmal anstecken. Und genau. Und wir haben uns schon gedacht, dass da irgendwie, dass du was kaputt gemacht hast. Ja. Mach nur Sachen kaputt. So, jetzt kann ich ja Heli theoretisch. Warum habe ich jetzt kein Oh nee, ich muss nochmal komplett raus. Hast du jetzt wieder kaputt gemacht? Nee, weil ich das ja mit dem Zwischenschalten hab, muss ich nochmal kurz raus und wieder rein, damit er erkennt, dass ich die. Kein Ingame-Sound hast. Genau. Ja, ja, ja. So ist das. Oh. Schieben Sie bitte die Karte in den Schlitz. Nicht in den, du Ferkel! Was ist mit dir? Ich arbeite. Ja. Und jeder, der das jetzt nicht versteht, der kennt Sascha Kramme nicht. Und nicht besonders gut zumindest. Das ist neben Jeff Dunham der beste Bauchredner. Sag mal, was machst du denn? Ja, Jeff Dunham finde ich irgendwie die Witze nicht so gut. Okay. Ja, doch. Am besten ist Walter. Also, du kannst ja wahrscheinlich auch Sachen im Internet bestellen, aber Buch ist vermutlich ein Wort zu viel. Das was? Da habe ich. Ich rede mit Achso, du redest mit deinem Chat. So, aber es ist irgendwie. Hast du jetzt auch mal deine Kamera groß gemacht, wenn du schon so jetzt irgendwelche Bücher in die Kamera zeigst? Und du ist immer noch so super klein in der Ecke. Ist immer noch super klein in der Ecke. Das super, so Bücher zeigen ist bestimmt eine gute Idee. Okay, warte mal. Guck mal, das Meerjungfrauen-Amulett, Schatz. Kann ich die Haley heiraten? Hab ich das noch in groß von der ersten Lesung? Da bin ich. Eine blonde und eine brünette Frau. Eine blonde im Spiel und eine brünette daheim. Aber es wirklich sehen tut man da trotzdem nichts. Man sieht mich größer. Ich will gar nicht, dass man mich größer aussieht. So gut sehe ich heute wirklich nicht aus. Aber du hast doch gesagt, du siehst heute gut aus. Vor dem Stream hat sie gemeint, sie findet, dass sie heute richtig gut aussieht. In groß nicht mehr. In groß gefällt ich mir irgendwie nicht mehr so. Hä? In klein gefällt es dir oder was? Schlanker auch. In klein gefällt ich mir besser, ja. Als Mitchell. Also das da. Ich würde es dir schicken, wenn du es brauchen kannst. Aber es ist. In schlechtem Zustand. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist. Es sieht irgendwie sehr. Ist halt so, keine Ahnung. Es ist kein Manga. Es ist schon Text. Oh, also, kraulen. Kein Porno. Ich glaube. Oh, ich habe eine Zwischensequenz. Aber es ist von einem Mädchen. Es kann sein, dass es der übelste Mädchenporno ist. Musst du dir überlegen. Ich kann in Haleys Keller. Oh Gott, dann will ich gar nicht wissen, was da jetzt abgeht. Komm rein, aber mach bitte hinter dir. Komm rein, aber mach hinter dir bitte schnell die Tür zu. Ich habe eine Sequenz mit Haley. Und ich klopfe gerade an deren Kellertür. Weil ich ja das Meerjungfrauen-Amulett jetzt habe. Oh, ich bin in deren Fotokammer. Ach, du hast das Meerjungfrauen-Amulett? Und du brauchst auch 10 Herzen. Nee, ja, schon. Ach nee, die hat's auch schon, stimmt. Nee, bei 10. Ich sollte willkommen mal wieder bei meinem Freund vorbeischauen. Ne? Willkommen in meiner brandneuen Dunkelkammer. Ich guck, was Zeitschrift. Da denn jetzt ja, für das Fotos kann gemacht? Sein. Nee, dann bin ich raus, tut mir leid. Also, was hältst du davon? Sieht super aus, wofür ist sie da schon besseres gesehen? Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ja, August 2010, The Sneaker, ist in der Tat eine Zeitschrift. Hey, danke. Punkt, Punkt, Punkt. So, jedenfalls, was willst du tun? Sex. Anbieten ihr beim Dekorieren der Kammer zu helfen? Dekorieren. Eine Ausrede erfinden und gehen, versuchen sie zu küssen. Na? Ich mach mal letzteres. Ausrufezeichen. Oh. Sie fanden das gut. Uns. Oh Felix, ich hab so lange darauf gewartet. Als ob das jemals irgendwann eine Frau sagen würde. So ein Bullshit. Einen Moment. Guck ganz verzückt. Jetzt hat das Licht komplett ausgemacht. Und jetzt nochmal küssen. Jetzt geht's aber los. Sex! Nein, küssen! Kartoffelsalate. Wir müssen erstmal das Licht ausmachen, damit wir Sex haben können. Das ist doch schön. Dicke Titten und Kartoffelsalat. Ganz im Ernst, stört die romantische Stimmung, die gerade zwischen euch zwei herrscht. Das tut Welche mir ja in der Seele romantische Stimmung? Die ich mir gerade imaginiere in meinem Kopf. Ich möchte, dass es romantisch ist. Du kannst ja nichts imaginieren, es geht um Felix. Ja! Ich werde alles vorbereiten. Wir halten die Zeremonie in 3 Tagen ab, okay? Ja! Achso, jetzt brauchst du auch wieder einen Ring.
Also den du nicht. Nö, hast. Ich hab ja schon. Oder? Nö, brauche ich ja nicht. Ich hab du ja brauchst schon keinen Regen. Gefallen. Du brauchst, musst doch nicht einen Regen haben zum Heiraten. Haben wir doch schon geklärt. Eben, das Meerjungfrauen-Amulett reicht ja. Hast du ihr nicht das Amulett gegeben und sie wollte... Nein, sie wollte keinen Ring mehr haben. Wir haben einfach so geheiratet. Aber ich meine, naja, man hat sich... Jetzt bin ich erst verlobt. In 3 Tagen wird das abgehalten. Also, Dummi, du musst langsam mal... Vielleicht ist ein zusätzlicher Ring irgendwie auch trotzdem schön. Also, ich wurde nach keinem Ring gefragt, aber ja. Ich kann ja gucken, ob ich einen im Shop finden kann hier. Nee, im Shop gab's keinen. Da gab's nur das Rezept zum Craften und dafür brauchst du eine prismatische Scheibe. Blumenstrauß, Tapete gibt's hier noch. So lange gewartet, sagt eine Frau auch. Es sagt eine Frau nur, wenn man ihr was zu essen bringt. Das kann natürlich sein, ja. Das hat er nicht unrecht mit. Aber dann sagt sie das nicht so verliebt, so, ich habe so lange drauf gewartet, sondern eher so, ich habe so lange gewartet. Eben. Ich habe auf meine Schokolade gewartet. Warum kommt die erst so spät? Naja. Ja gut, nee, jede Frau mag Schokoladen. Ich mag zum Beispiel wirklich eine Schokolade. Mich kann man mit Leberwurst glücklich machen. Boah. Wenn mir jemand Leberwurst anstatt Schokolade andrehen will. Ui. Ich hab nichts dagegen, weil. Geht gar nicht. Das greift meine Zähne weniger an als die Schokolade. Ja, aber es schmeckt nicht wie Schokolade. Also, ja, mein Gott, ey. Wenn ich einem Kerl sage, ich hätte gerne Schokolade und er bringt mir Leberwurst. Das ist ein Instant-Trennungsgrund. Dann legt er dir das hin mit, ist gesünder für dich. Super. Und ich hätte gesagt, das würde ich auch ohne. Was? Das ist ein super Flirt-Tipp, um die Lumi klar zu machen. Ja, um die Leberwurst. Lumi klar zu machen, bringt ihr Leberwurst. Bestimmt. Running Gag. Klingt doch so. Selbst wenn ich keine Vegetarierin wäre, fände ich das ziemlich absurd. Also es gibt Birkentisch, Garnele. Ich habe schon noch eher Geschmack der Leberwurst. Also. Was ist denn ein Fischtaco? Riecht lecker, 165 Energie und plus 2 beim Fischen. Benni, das könnten wir dir mal holen. Plus 2 bei mir. Die Aussage, es gibt 2 Zustände, hungrig und müde. Ich kann vor Hunger gar nicht Durst sagen, so müde bin ich, das kenne ich. Vor Hunger gar nicht Durst sagen? Ich kann vor Hunger gar nicht Durst sagen, so müde bin ich. Der Satz ergibt keinen Sinn, aber ich finde ihn trotzdem gut. Ich kenne nur, nachts ist kälter als draußen. Ja, das ist wieder so ein Semi-Witz, so ein Satz, der so tut, als ob er witzig wäre, und man hat ihn so oft gehört und deswegen ist er nicht. Tatsächlich, sowas ähnliches hat mal eine Freundin von mir gemacht. Die wurde mal gefragt, wie kalt es ist, hat auf die Uhr geguckt und sagt 19 Grad. Also auf die Armbanduhr geguckt. Also wirklich so am Handgelenk auf die Uhr geguckt und sagt 19 Grad. Sehr cool. Läuft. Und ihr ist erst aufgefallen, was sie getan hat, als ihre Freundin, die sie gefragt hat, in Lachtränen ausgebrochen ist. Sehr cool. 19 Grad. Der Witz ist, die Antwort war richtig. Das war nämlich ungefähr 20 Grad draußen. Oder was? Können da das heutzutage sogar ablesen. Da gab es bei das Känguru gab es ja auch so, du musst mal Touristen einen Fotoapparat in die Hand geben und sagen, mach mal bitte ein Foto und dann schnell panisch weglaufen. Du weißt gar nicht, wie verdutzt sie gucken. Das hat das Känguru auf das gesagt gehabt, weil ein Tourist dem einen so ein Fotoapparat in die Hand gegeben hat. Und so, machen Sie mal von uns ein Berlin vor der Brandenburger Tor. Und machen Sie mal für uns ein Berlin vom Brandenburger Tor? Ein Foto vom Brandenburger Tor. Ah. Und da hat der Marc-Uwe Kling den Fotoapparat halt in die Hand genommen und ist ein Stück weit zurückgegangen, hat ein Foto gemacht und der sagt, wir sind ja alle drauf mit dem Ding. Und da hat das Känguru gesagt, so, ich mach es. Und ist halt mit dem Fotoapparat immer weiter zurück, wie der Tourist halt das gesagt Kurze hat. Kurze Erklärung, du redest von den Känguru-Chroniken, oder? Ja. Ja, das ist nämlich ein Buch eigentlich. Ja, wird aber auch vom Autor selbst dann vorgelesen. Gibt's auch als Hörbuch, ja. Ja. Ich habe alle 3 Teile. Gibt's auch auf Audible zum Beispiel. Für ein paar Leute, die eventuell ein Audible-Abo haben. Ich habe gelesen oder gehört, aber ich habe gehört, dass es sehr gut sein soll. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe das mal verschenkt, also, tatsächlich. Ohne es selber gehört zu haben. Also, wenn ich mal wirklich Geldscheiße haben soll, Lumi. Dann krieg ich's von jetzt. Also nie, weil vorher kriegst du ein Kind. Stimmt. Das dauert auch noch.
Es dauert nicht so lange, wie man manchmal denkt. Naja, es dauert bei uns schon ein Jahr. Sieht man, wenn man Donations mir gibt, eigentlich die Nachricht? Habe ich das eingestellt? Soll ich mir die vorlesen lassen? Das habe ich schon beim Vorlesen gesehen, aber eigentlich finde ich es blöd. Der Benny hat zum Beispiel sowas, wo dann so hier letztes Mal. Ja, ich weiß, das haben eigentlich fast alle. Ich mach mich fast nass. Ja, das ist das, der Alert. Das ist blöd. Das ist der Alert. Die Olumi redet davon, man kann ihm eine Nachricht dazu schreiben, wenn man die sich vorlesen lässt. Oh, ja. Das finde ich irgendwie dämlich, ich weiß nicht. Das sehen ja eigentlich die Leute, die... Das fällt mir einfach nicht, aber vielleicht sollte ich es trotzdem machen, ich weiß es nicht. Aber wie siehst du dann die Nachricht? Ich habe Streamlabs nebenbei geöffnet. Ja, okay, das habe ich nämlich nicht. Ich kriege die Nachricht nur mit über den Text-to-Speech Alert. Ich habe hier drei verschiedene Tabs offen. Ich habe mein Streamlabs-Chatbot offen, damit ich den Chat sehen kann, weil mein Twitch-Chat ab und an... Das ist aber kein Tab. Ich habe aber, drei verschiedene Fenster. Ich habe aber zusätzlich trotzdem noch den Twitch-Chat offen, weil ich nämlich bei den Streamlabs, wenn meine Mods Nachrichten löschen, nicht sehe, dass sie gelöscht sind. Deswegen muss ich dann gegenchecken bei dem Twitch-Chat, ob die Nachrichten weg sind. Und dann habe ich noch Streamlabs als Dashboard offen, damit ich die Nachrichten von dem Chat, von dem... Oh, Kaulbarsch, neuer Erfolg, Fischer. Ein bisschen unübersichtlich. Naja. Nein, sollst du nicht. Okay, das ist doch schon mal eine Ansage. Nee, ich bin ja selber nicht, ich stehe nicht hinten dran, es mir vorlesen zu lassen, weil ich es irgendwie albern finde, aber vielleicht würde es etwas einfacher machen. Vielleicht wollen es auch Menschen, dass es vorgelesen wird. Ich würde das... Soll ich eine Top-Liste mit Donations machen? Das ist genauso eine Frage. Ich finde es irgendwie, zum einen finde ich es schön, wenn Leute irgendwie gewürdigt werden, die Donations machen. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie komisch, so ein Ranking Benny zu machen, von wegen, du bist Benny der Coolste, du hast am meisten gespendet. Nö, Benny hat zum Beispiel so ein Ranking drin. Habe ich nicht. Hat jeder. Ich habe kein Ranking drin für Donations. Ich habe ein Ranking für Leute, die lange dabei sind, für meine... Für Bits gibt's das. Das ist automatisches Erweiterung. Und für meine Loyalty, also sozusagen, wie lange du einfach zuschaust und dabei bist. Aber ja, man kann... Loyalty will Streamlabs bei mir nicht einrichten, warum auch immer. Ich kann dir ein Bild davon machen mit dem Handy, Benny. Es gibt eine inoffizielle Donation... Ranking. Wo steht, wer am meisten... Ich geh mal ins Bad. Diskutiert das mal aus und dann sagt mir, ob ich es einrichten soll, wenn ihr fertig seid. Jetzt guck ich auf meine Seite. Für Donations habe ich meiner Meinung nach kein Dingens drin. Also ich habe letztens gesehen, wer bei dir am meisten wöchentlich und ach monatlich so, gespendet hat. Ach so, das ist, wenn du auf den Donation-Dings gehst, auf den Link. Ja, da ist eine drin von Streamlabs selber. Genau. Das kann sein. Ah ja, da gibt es eine Loyalty Points, Wishlist... Wo gibt's denn da hier eine Top-Liste? Ich habe letztens eine Top-Liste gefunden. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr so genau, wo das war. Aber ja, ich weiß. Müsste ich da nochmal gucken. Das ist mir der Fremde, wenn ich mir nochmal sagen. Ah ja, ich weiß, das ist aber nicht auf meinem Twitch-Kanal direkt. Lumi redet jetzt davon, auf der Kanalseite selber direkt eine Top-Liste einzublenden. Ich glaube, die kann ich bei Streamlabs gar nicht deaktivieren. So einfach. Ah, fuck. Und du sollst nicht rauchen, vor allem nicht, wenn du am Rechner sitzt. Hm? Du hast gerade so ausgearbeitet, als würdest du rauchen. So. Nee, wenn ich in der Wohnung rauchen würde, ja, würde meine Freundin, glaube ich, mir kurzerhand den Hals umdrehen. Das ist zu Recht. Aber dann kannst du wenigstens nicht mehr rauchen. Naja, ich darf in der Wohnung sowieso nie rauchen und ich will das auch gar nicht mehr in der Wohnung. Stinkt halt alles dann so ekelhaft. Ja. Und dein Rechner sah vor allen Dingen aus, ey. Oioioi. Ja. Das noch dazu. Hab nicht mal mit Felix seinen Rechner gereinigt, nachdem der, ich glaube, 2 Jahre in seiner Bude stand, wo er drin geraucht hat auch. Lumi, das ist war doch schwierig. Lumi ist doch gar nicht da. Oder, ach so, Lumi liegt im Bett. Vielleicht. Also, man sieht es auch mal im Chat zum Beispiel. Oder Lumis Chat, die können das ja auch hören. Ja. Ist mir auch gerade eingefallen, dass du ja noch einen Chat hast. Livestream und so, ne? Das ist schwierig. Ja. Auch wenn Lumi deutlich mehr im Chat los hat. Ich habe sogar mitbekommen, Gubi guckt ja sogar zu ab und an. Ab und an, ja. In letzter Zeit richtig, wieder, wenn ich League of Legends gestreamt habe. Wohnt er eigentlich noch da, wo er wohnt? Ich denke, dass er noch bei seinen Eltern wohnt, ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nie so. Das ist, glaube ich, nie so wichtig. Ja, aber dann wohnt er ziemlich nah bei mir sogar. Ja. Lumi ist im Bett, du bist im Bett, oder? Ja, ich habe auch schon weitergedrückt, ich hole mir jetzt was zu trinken. Dann ist Lumi nicht im Bett, weil wir haben schon 0 Uhr, also 1 Uhr. Ich bin schon beim nächsten Tag, ich warte auf den nächsten Spieler, die Lumi war im Bett, die war vor dir im Bett.
Bei mir steht Warten auf andere Spieler, 2 von 3. Ja, aber wir sind ja schon am nächsten Tag. Die Lumi muss noch das Gold bestätigen, das Geld, was wir gekriegt haben. Ach so. Meine Freundin hat sich gerade einen Schlemmer gemacht, jetzt habe ich fies Hunger. So. Lumi, ich habe dir gerade über den dirseits bekannten Messenger den Link gesendet. Dankeschön. Weil ich jetzt gerade. Am besten schreibst du wirklich nach dem Stream am besten gleich an. Nein, nein, wollte ich nicht, Archangel. Ja, ich guck's mir nach dem Stream direkt an. Ich habe gesagt, ich spiele eventuell danach Stardew, wenn ich noch fit bin, dann spiele ich nochmal eine Runde Dota. So, Lumi, mir wurde hier in meinen Chat geschrieben, du sollst die Fremdwerbung mal bitte unterlassen. Was soll ich? Du sollst die Fremdwerbung unterlassen. Fremdwerbung? Ja, du sollst nicht so viel Werbung für dich machen. Auf meinem Kanal quasi. Auf deinem Kanal? Wo mache ich denn auf deinem Kanal Werbung? Ja, weil du die ganze Zeit von deinen Sachen redest, was bei dir alles schon passiert ist. Oh. Das ist nur Spaß. Das ist bei mir alles schon. Ich überlege gerade, was ich gemacht habe. Einige Bauern haben von merkwürdigen Vorkommnissen berichtet, wenn große Felder voll Blumenkohl, Melonen oder Kürbissen heranreifen. Ich selbst kann das nicht bestätigen. What? Ja. Als Brief bekommen oder was? Nein, das ist Leben vom Land gerade. Okay. Monokultur for the win. Nee, da gibt's doch... aber das habe ich extern gelesen, das wäre jetzt wieder spoilern, oder? Gibt's da was Gutes oder was Schlechtes? Weg ist es. Sag doch wenigstens, was Gutes oder was Schlechtes ist. Was Gutes. Ja, da müssen wir wohl. Gibt's dann Megakürbisse oder Megamelonen? Eventuell. Die müssten wir aber unten bei dem Feld pflanzen, wo die Dings sind. Was braucht man für Fische, um das super Qualitäts... Irgendwelche. Herzustellen. Irgendwelche. Scheiß drauf, welche Fische. Ja, nimm die billigste, du Fingers. Kaufen hat man zum Beispiel relativ viele. Ich weiß dann, was die Dings angeht, die Geburtstage und den Kram. Aber wir haben irgendwie gesagt, wir wollen eigentlich nicht nachschlagen. So wirklich richtig dran halten tun wir uns auch nicht, aber... Ja, ich eigentlich habe ich nur gesagt, dass ich das doof finde, wenn man alles schon weiß und nach Wikipedia übrigens, spielt. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir nochmal in die Wüste, in die Minen gehen, könnten wir auch Treppen bauen. Das kostet 99 Stein, da kommen wir auch eher tiefer. Haben wir das nicht letztens schon festgestellt? Dann wahrscheinlich ja, festgestellt schon, aber wir haben es nicht gemacht. 99 und haben irgendwie 2000 Steine. Ganz schön hab ich eigentlich. Viel zu teuer. Wir haben 2000 Steine. Ja, und es sind gerade mal 20 Ebenen. Jetzt haben wir nicht mehr. Die wir for free einfach runterkommen. Ja, aber wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Steine und dann kommen wir for free runter, das stimmt. Und dann schaffen wir wenigstens den Mr. Xings Aufgabe. Also zwei müssen die ganze Zeit... Ohne diese Treppen schaffen, da runterzukommen. Also. Nein. Ey, ab einem gewissen Level kannst du es echt knicken. Ich war schon auf Level 56 alleine. Echt? Ja. Da bist du aber verdammt tief gefallen in den Löchern. Richtig. Ja, na, aber ja, ansonsten geht es am schnellsten, genau. Also man hat ja schon gute Chancen. Wir brauchen die Steine ja eigentlich sowieso nie. Wir können ja einfach mal so viel Treppen wie möglich machen. Und Benni nimmt die in die Hand, wir blocken alles ab. Ganz im Ernst, mit den Treppen, das ist so ein Schwachsinn. Wisst ihr, das mit den Treppen ist sowas wie das Nachgucken bei Wikipedia bei mir. Ey, komm. Ja, wie willst du sonst so schnell runterkommen? Einer stirbt da sowieso und dann zu zweit bist du am Arsch. Like I told you, ich habe das alleine auch schon hinbekommen. Wollen wir eigentlich einfach mal wieder in die Mine gehen, by the way, wenn wir schon dabei sind? Könnte doch machen. Ich muss noch ein bisschen Saatgut machen. Ich will die ganze Zeit mal wieder machen, aber irgendwie will niemand mitkommen. Dann machen wir es morgen. Willst du mit jemandem rummachen, sagst du die ganze Zeit? Ich will mit jemandem in die Mine gehen. Nach 3 Tagen ist da nicht die Hochzeit von mir, oder? Ach, wir werden es ja sehen. Ach scheiße, ja, morgen müsste die Hochzeit sein, gell? Nee, ich weiß, es ist jetzt irgendwie mehr 3 Tage. Ist es jetzt 3 Tage Zeitraum oder dritte Tag? Nee, wirklich der dritte Tag später. Plus 3 kann es einfach rechnen. Ja, dann könnten wir morgen wirklich noch gehen. Ja, denke ich auch. Und wenn, wir haben es ja sehen, weil der Bus ist erst ab 9 Uhr begehbar.
Wenn du kommst du mit? Können wir machen. Warum zum Teufel an der Halt stehen? Gibt mir Amazon Music jetzt eine Push-Nachricht, wie ich sowas hasse. Apps, die mir sinnlose Push-Nachrichten geben. Boah. Ich hab heute schon geflucht. Ich hab meiner Oma nochmal das Internet beigebracht, ne? Und da kam ständig entweder die DSVGO oder irgendwelche, wie bewerten Sie unseren Dienst, Nachrichten. Wo meine Oma jedes Mal dasteht so, was muss ich jetzt klicken? Tja, die DSVGO, um die kommst du ja nicht mehr drum rum. Ja, aber das ist ja echt, ich war jetzt schon viermal auf der Hölfner. Alles klar, Son, ich wünsche dir viel Spaß und danke nochmal. Und vielleicht bis später. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Und das kommt jedes Mal, das ist echt nervig. Lumi, ich sag ja, du musst dann wieder um 20 Uhr schlafen gehen. Wieder um 20 Uhr schlafen gehen? Wann hab ich denn mal um 20 Uhr geschlafen? Ja, also 22 Uhr. Ich mag aber noch nicht um 10 ins Bett. Aber dann kannst du um 6 aufstehen, bist ausgeschlafen. Kannst du früh was machen? Und so ist es um 6 Uhr morgens. Um 6 Uhr morgens ist niemand wach, den ich kenne. Und kannst neue Leute kennenlernen, wenn du um 6 Uhr. Entweder kannst du für die Uni machen oder kannst neue Leute kennenlernen, wenn du früh um 6 streamst. Ich bin letztens. Ja, toll. Dann abonnieren mich Leute, dann followen mir Leute, die morgens um 6 mich sehen. Ja, und? Und die werden mich nie wiedersehen. Wieso muss einfach immer um 6 streamen? Ich bin letztens 22 Uhr ins Bett und mit 3 Uhr wach geworden. Boah. Okay, du bist komisch. Naja, das hängt noch mit meiner rollenden Woche zusammen. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, ich bin jetzt 20 Tage daheim, habe jetzt noch 14 Tage, die ich daheim bin. Ja. Aber ich hatte tatsächlich sowas Ähnliches letztens, muss ich zugeben. Lange ich brauche, um meinen blöden Kram auszusortieren. Das ist echt, immer übersehe ich irgendwas und muss wieder zurück zu einer anderen Ruhe. Nein. Doch, leider schon. Nein, ich rede gerade wegen was anderem. Weil ich ständig Zeug weggeschmissen habe, was ich eigentlich aufheben wollte. Falsches Ding. Da muss ich hin. Knack ich eigentlich arg, wenn ich hier snacke? Nö, was? Ich habe nur gar nicht gehört, dass du irgendwas isst. Okay, eben, ich habe auch noch nicht gehört, dass du da irgendwie lecken. Ja, gut. Nee, das machen wir, Felix, wenn dann. Lecken? Und du hast vorhin geleckt, wo deine Verbindung so schlecht war. So, ja. Ich muss ja aufpassen, wenn ich aufstehe, dass ich nicht den gesamten PC umrupp. Achso, weil du jetzt wieder das angesteckt hast, ausnahmsweise mal. Was an den Glühbirnen? Nein, die Gießkanne will ich nicht da reintun, mein Gott. Hast du schon Holz hacken, Felix? Was? Holz? Hart Holz. Achso, nee, mach ich jetzt gleich. Das mach ich immer so. Ja, dann mach ich das jetzt. Okay. Und wie viel Hartholz haben wir insgesamt? Weißt du das? Kann ich gleich gucken, ich bin jetzt gerade im Gewächshaus. Brombeeren! Gut. 3 Brombeeren von einem Strauch, ey. Nice. Denkt dran, nice. Tut alles weg, was ihr nicht braucht. Zum Beispiel Gießkanne und Hacke und so, brauchen wir alles nicht. Damit die Chance höher wird, dass wir unser Schwert verlieren. Hast du recht. Man findet doch relativ schnell Sachen da unten. Ich geh nochmal ganz schnell Pipi. Guck mal, was ich uns noch für morgen zum Essen kochen kann. Hartholz haben wir im Moment. Ich würde ein bisschen Lasagne nehmen, wenn du willst. Lasagne? Was hat denn die für einen Effekt? 98 haben wir Hartholz mittlerweile. Ich wollte nur für morgen zum Mittag Lasagne haben. Also ich mache jetzt, mach jetzt ein paar Treppen. Aus Hartholz? Ja, genau. Und ich habe ja eine eigene Kiste in meinem ne, Raum. In meinem Haus. Da tut jetzt meine ganzen Heile rein, die ich nie brauche. Da komme ich nicht durch. Und deckt euch mit ein bisschen was zu essen ein. Also so ein violetter Pilz zum Beispiel, der gibt ganz gut Lebensenergie. Also ich werde uns. Warte mal. Was haben wir denn da noch? Ach ja, das Doofe an den Treppen ist, der belegt jeweils einen Stack. Das heißt, du kannst nicht unendlich Treppen mitnehmen. Aber mit 3 Leuten kann man schon viele Treppen mitnehmen. Ja, ich nehme 4 mit. Das lohnt sich einfach nicht. Oder man nimmt einfach Steine mit und baut die dann. Haben wir noch. Warte mal, was für ein. Oh nee. Hm. Ja. Oh nee, doch. Oh, verdammt, jetzt ist es auch noch kaputt. Letztes Mal war Sommer, gell? Und wir haben aber keine Auberginen und Tomaten in Massen aufgehoben, nehme ich mal an.
Hey, Auberginen sollen jetzt erst im Herbst. Und Tomaten? Weiß ich nicht, ich habe keine Tomaten angebaut, aber Auberginen habe ich schon geerntet heute. Ich glaube, die waren im Sommer. Wofür brauchst du jetzt Tomaten? Um was zu kochen. Was denn? Aber Kürbisse würden auch gehen. Ja, musst du mal Kürbisse anbauen. Ich glaube, Kürbissamen haben wir keine bis jetzt. Aber Auberginen-Parmesan ist halt echt gut. Weil das plus 1 Minenarbeit und plus 3 Verteidigung hat. Aber Kürbis geht auch, Kürbissuppe mit Milch und Kürbissen. Aber Kürbisse haben wir auch nicht. Aber die bauen wir gerade an, also gar nicht die letzten mehr verwenden. Dass wir Kürbisse anbauen? Ich habe auf jeden Fall Kürbissamen gekauft. Aber ich weiß nicht, ob ich die ausgesät habe oder ob die irgendjemand ausgesät hat. Ja, du wirst sie im Laufe des Herbstes doch wohl hoffentlich noch aussehen. Aber sind Kürbisse nicht welche, die mehrfach wachsen? Nee. Na gut. Kürbisse wachsen nur einmal. Guck mal, wenn die Samen nicht mehr im Vorrat liegen, dann haben wir Kürbissamen ausgesät. Ich komme einfach mit 50 Brombeeren, die ich dann futtere, wenn ihr da... Ja, es sind nur noch 4 Kürbissaat da. Entsprechend. Vielleicht hast du auch nur 4 gekauft? Nein. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Gut sicher. Hast du nochmal in die Aufnahme geguckt? Nein. Warum aber nicht? Dann mache ich jetzt was mit Kürbissen und nächsten Sommer müssen wir Tomaten aufheben. Perfekt, wir haben noch 13 Kürbisse, sehr schön. Ich gehe jetzt hier wieder in die perfekte Stelle zum Angeln. Sieht komplett gesund aus hier, wo ich angel. Voll, jetzt habe ich Milch ganz viel schon weggekippt, aber egal, Milch gibt es morgen eh wieder. Packt ihr euch schon ein bisschen mit Essen ein und so? Ich packe mich immer mit Essen ein. Achso, kochst für uns. Oh. Jetzt echt? Kann man Schleim essen? Schleim essen? Lecker. Yum. So wie Quallen. Schleim wünscht. Also ich lege jetzt hier... Gibt's nicht irgendwo so eine Insel, wo Röstquallen eine Delikatesse sind? In unserer Ausrüstungstruhe sind 6 Mark Kürbissuppe für jeden von euch 3. Ich hätte auch noch irgendwo Eis reingeworfen. Habt ihr jetzt auch schon alles verfuttert? Was haben ihr wir könnt auch die, ihr könnt Eis. Auch die violetten Pilze nehmen, wie gesagt, ne? Ich nehme keine violetten Pilze. Nicht. Aus denen machen wir, was machen wir aus denen? Lebenselixier? Lebenselixier, ja. Aus den Pilzen, da gab es so ein Rezept. Ja, aber es gibt noch die violetten Pilze. Und die brauchst du nicht, das Lebenselixier. Violetten, Morch und Pfifferling. Was? Das Lebenselixier, da brauchst du ach, einen roten Pilz, einen violetten Pilz, einen Muschel und einen Pfifferling. Ja. Ja. Oder wir holen einfach von dem vielen Geld im Krankenflügelhaufen von dem Lebenselixier. Kostet 1000. Ja, nie. Darf ich 20.000 ausgeben? Für? Okay, ich würde 40.000 ausgeben für ein Monsterkamin und eine Sternfallfrucht. Mach. Wir haben genug Geld. Wo kriegst du denn die Sternfallfrucht her? So unten in der Kanalisation bei den seltenen Waren. Für 20.000? Ja. Oh, das muss ich mir auch holen. Möglichst noch vor morgen. Das ist zwar ein schlechter Preis, aber mach, wir haben genug Geld. Nee, die gibt's ja immer nur einmal an so Stellen, die kannst du ja nicht unendlich kaufen. Aber wollte denn jemand von euch bald eigentlich ein Kind haben? Scheiß also, drauf, ja, ich Sternfallfrucht. Sternfallfrucht. Ich hole mir die jetzt auch noch. Schaffe ich das zeitlich noch? Wird knapp, ne? Nee, wir machen mal ein bisschen Deko. Ich habe mir das verdient. Okay, vielleicht sollte ich es doch morgen erst machen. Guckt auf die Zeit. Ja, ich habe auch heute wieder 50 Brombeeren geerntet, ja. Naja. Ich sag ja, du machst dich. Ich mach mich hübsch, ich mach mich schmutzig. Fein. Schmutzig? Ich mach mich nass. Was mache ich mich denn? Ja, du machst dich nass. Nur für dich, Felix. Nur für dich. Ah, nur für mich, das ist schön. Schön mit Schleim eingerieben. Benny. Ja. Benny. Schatz, Benny macht sich hübsch für mich und nass für mich. Was? Ah, echte Liebe gibt's eh nur unter Männern. Ich weiß, das ist eine extrem, wie sagt man, was ist diese frauenfeindliche Fachwort für Frauenfeindlichkeit? Feminismus? Feminismus. Chauvinistische Aussage, ja genau. Also meine Freundin hat es erst nicht verstanden, deswegen dieses was? Und ach so. Jetzt hat sie gerade so gesagt, wo ich es nochmal wiederholt habe.
So, ich schlaf jetzt mal. Ich schlaf schon. So ist das. Ich dachte schon, jetzt kommen wir in eine Zwischensequenz, aber nee. Guck mal, da haben wir 20.000 wieder rein. Bam. Dann gehe ich jetzt runter und hol mir die Sternfrucht. Und dann. Musst du schnell in die Kiste schmeißen, sonst vergisst du es. Tust es nämlich vor Leon am Ende. Bitte was? Sonst tust du es am Ende noch. Artischocken. Was ist das mit dem neuen? In einer Woche das Sternentaultal. Ja, so what? So what? Treffen uns einfach um 9 an der Bushaltestelle. Diese ich hab einen Monsterkamin! Einfach. Die was? Diese Sternenfrüchte, von denen gibt es doch nicht viele. Und die erhöhen HP und alles andere, keine Ahnung. Energie. Genau. Und deswegen will ich die jetzt unbedingt noch haben, bevor wir in die Mine gehen. Weil ich dann vielleicht nicht gleich tot umkippe, wenn mich wer berührt. Ja, vor allen Dingen ist nach der Hochzeit wird dann unsere Streamzeit vorbei sein. Ich würde sagen, nach dem heutigen Tag ist unsere Streamzeit vorbei. Nö, lass noch die Hochzeit machen und dann kannst du auch noch... Sehe ich irgendwie nie so, dass wir die Hochzeit noch schaffen. Oh, komm, ey. Freunde, ihr wollt es auch noch sehen. Bitte. Wie sollen wir denn mit euch mal früh schlafen kommen, ey? Früh schlafen? Wir haben noch nie überzogen, weil Felix es wollte. Aber für die Hochzeit, finde ich, kann man mal eine Ausnahme machen. Oder spielt einfach ohne mich weiter. Ja, dann ja, wenn du nicht bei der Hochzeit dabei sein willst, ist das halt dein Problem dann. Ja, ich sehe schon. Du bist die Hochzeit deines besten Freundes. War mir so klar, dass es gleich diese Kommentare kommt, Lobby. Wir können ja einfach mal gucken, wie lange wir heute in der Mine mit Realzeit brauchen. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich deinetwegen dann halt sage, komm, wir machen das nächstes Mal. Aber kann eigentlich jeder zum Donnerstag nächstes Mal? Nächstes Mal kann ich, ja. Gut. Also wieder 19:30. Regulär. Soll ich jetzt die Kürbissuppe oder die pinke Torte mitnehmen? Kürbissuppe, ne? Die Busfahrerin ist eh noch nie da, also. Ja, Chili Mini. Ist das Geburtstagsgeschenk? Bin verwirrt. Übrigens, da ist immer noch Eis auch drin, was ihr essen könntet. Oh shit, ich komm zu spät, ihr geht schon mal vor, oder? Habt ihr eure Kürbissuppe mitgenommen? Ich hab jetzt gerne mit, ich hab eine Torte und 4 violette Pilze. Ich hab extra Kürbissuppe gemacht. Ich kann sie mitnehmen, Felix ist eh wieder hier. Ja, nimm sie mit. Das sieht so lustig aus, Benny, du rutschst bei mir halt rum wie auf so einem... Aber, also, Moment mal, das Ding ist... Wo sollten die Kürbissuppe sein? Die Hochzeit mitmachen. In der Ausrüstungstruhe. Soll aber Felix zuliebe und nicht mir zuliebe. Das ist ja für mich kein Geburtstagsgeschenk, wenn er für Felix die Hochzeit mitmacht. Hast du jetzt eine Kürbissuppe genommen? Hast du auch die Bomben mitgenommen? Ja, Bomben habe ich mit. Da ist auch noch Eis drin, was man essen kann. Die kommt jetzt eh gerade erst hochgelatscht. Bitte komm zurück, wenn der Busfahrer da ist. So. Lumi und ich fahren schon los, Benny. Ja, ich bin auf dem Weg. Jetzt kommt Benny angelaufen, Bus ist weg. Wir verlieren uns in der Mine sowieso. Durch die Löcher. Nee, wir müssen halt zusammenbleiben. Können wir doch nicht. Nee? Na doch, indem wir nicht die Löcher nehmen. Ja, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Eben. Wir müssen die Löcher nehmen. Immer ja, muss wir in die Löcher ja rein, ey. Wir können ja versuchen zusammenzubleiben, das muss doch vielleicht. Wir können ja mal die Treppen machen und danach müssen wir halt versuchen, dass wir irgendwie das wiederfinden. Hast du jetzt Treppen mitgenommen oder nicht? Ja, ich habe 4 Treppen mit. Ja, dann machen wir jetzt erst deine Treppen, weil die sind ja gleich. Treppe. Achtung, Slime. Wer? Oh, ich hab halt eine Artischock. Auf sie! Mit Gebrüll, so erstmal gucken, ob vielleicht hier irgendwo noch eine Treppe ist. Es gibt keine offenen Treppen, oder? Nee, offene Treppen gibt es eigentlich selten. Ah, das Vieh ist kacke. Komm her. Oh, schön, Benny. Ja. So, warte, kommt mit. Sieh doch einfach irgendwo hin, wo wir alle sind. Hab ich da. Die Viecher, du kannst eh nicht töten, aber. Aus mit Bomben, ne?
Wollt ihr das Gold noch mitnehmen? Ich warte auf die Treppe. Ich mach dabei, ich beschäftige mich halt nur. Ja, oben. Gold, abbauen. Treppe. Wir haben doch Haufen Gold. Wir haben genug Gold. Geht das mal diese scheißartige Schocke, ey. Leck mich am Arsch. Da hinten ist eine Treppe, da brauche ich keine ausgeben. Okay. Das sehe ich ein. Iridium können wir stehen bleiben für, aber für den Rest echt nicht. Deswegen immer erstmal Achtung, da kommt wieder dieses grüne Scheißteil. Ja. Oh. Treppe. Wo ist Ben? Ich habe noch ein Smaragd mitgenommen. Also hier gibt's keine Treppe, deswegen baue ich noch eine. Also, hab noch eine. Ja, ist Schleim. Uah. Furchtlos, Jungs, furchtlos. Eine Wand aus Schwertern! Wir sind Sparta! Verteidigt uns! Ich muss danach erstmal was essen. Da ist die Kürbissuppe zuerst. Ja. Weil die bringt dir Glück und Verteidigung. Oh, da ist eine Treppe. Du wolltest was essen, hättest vielleicht vorm Runtergehen machen sollen. Ja, ich wollte euch nie im Stich lassen. Weißt du? Ich habe sogar immer Iridium gefunden. Ja, nice, dann hat sich das schon gelohnt. Treppe haben wir auch schon. Treppe? Aber wartet ein bisschen, bevor ihr weitergeht, ne? Und Hartholz, nice. Mensch, das läuft ja richtig geplant hier ab. Ja. Wir müssen uns beeilen. Sind wir quasi mal effektiv. Hat eigentlich jemand geguckt, ob der Tag gut ist? Ich hab Glück heute, ja. Treppe. Aber das ist ja. Treppe. Ja, hier hinten ist auch einer. Okay. Die im ganzen Ende. Schon längst unten Treppe. Gewesen? Ja, die hat er eine Treppe aufgedeckt. Oh. Guckt ihr nach euren. Ah, sehr gut, der hat mich noch getroffen. Oh shit, okay. Dass der mir 40 AP macht, ist halt ein bisschen übel. Ja, da ist die Viecher. Ich hab halt schon wieder wenig Leben. Machten die alle? Ich noch nicht ja, drauf müssen. Gehen. Ich bin runtergekommen und bin sofort von den Vieh angegriffen worden. Benny auch. Ja, da hab ein halbes Leben von dem, was ich noch hatte, verloren. Ich hatte irgendwie noch so 80-90% und war direkt K.O. Na gut, wenn die einen so eincatchen, ist halt ätzend. Aber ich hab nichts Wichtiges verloren. Dummi? Ja? Lass das. Geh in Deckung. Warum ist denn der Bürgermeister beim Arzt? Nee, ist Schnee. Weil er Viagra braucht. Du stellst Fragen. Dr. Harvey, das hier ist alles vertraulich, oder? Aber. Da ist ein Treppe. Schwert. Jetzt nur stillhalten und tief einatmen. Das wird was zum wirklich Abernten werden. Mal hier eine Kirschbombe hin. Die Bäume sehen heute wunderschön Treppe. Aus. Ach, du bist schon. Ja, sie hat doch gesagt Treppe. Ja, hab ich nicht mehr so schnell mitbekommen. Und direkt unten drunter ist noch eine. Boah, so ein Schwein, dass wir jetzt noch zusammengeblieben sind. Komische Musik. Stufe 13 sind wir. Habt ihr die Hälfte geschafft, sehr schön. Ja, 25 müssen wir schaffen. Und tiefer als 25. Ich würde gerne meinen persönlichen Rekord von, ich glaube, 40 waren es treffen. Die 56 Treppe. Vorhin gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, ach so. Man weiß es gar nicht, aber vorhin so hingestellt, das wüsste man es ganz genau. Oh, scheiße. Oh, fuck, Lumi ist drauf gegangen. Ey, guckt ihr alle nie auf eure Energie? Doch, aber der hat mir auch eben zweimal hintereinander 40 abgezogen. Ja, da bist du einfach K.O. Treppe. Mhm. So, jetzt erstmal einen violetten Pilz essen. Vielleicht du schaffst es. Ja, vielleicht habe ich mehr Glück als ihr. Noch 10 Level. Das ist schwieriger hier. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht auch immer, weil ich immer noch nicht Level 10 bin. Vielleicht machen die mehr Schaden. Oder ich habe natürlich gar keinen Verteidigungsring. Ich habe zwei Leuchtringe, einen kleinen und einen großen. Aber ich habe keinen Verteidigungsring. Ja, bei so einer. Habt ihr die Sternfallfrucht eigentlich gegessen? Ja. Die isst du automatisch. Kriegt man dort mehr Verteidigung oder mehr Leben, dachte ich. Mehr HP, mehr Energie. Ich ärgere mich, dass ich keine. Ich habe meine Kürbissuppe verloren, dass ich keine Kürbissuppe gegessen habe. Naja, wenn du die Kürbissuppe verloren hast, ist wenigstens nie so schlimm, wie wenn da. Ich renne hier gerade mit dem Galaxieschwert rum, also. Die Anspannung ist bei mir gerade ein bisschen höher. Ich habe auch ein Galaxieschwert. Kostet doch nur 50. Ja. Ganz entspannt, ja. Oh, zwei von diesen Scheißteilen, ey. Sag mal, wo kriege ich eigentlich das Dingens her hier, wo ich alle Sachen freischalten kann für meine
Ausrüstungsgedöns. Ja, also mein Haus. Ich würde eigentlich gerne, wenn wir 5 Iridium-Wachen haben, noch den Iridium-Ring machen. Ne? Iridium-Ring? Ja. Davon rede ich aber gar nicht. Achso, sorry. Ich habe hier gerade Haufen. Ich habe 5, 6 von den großen Schleim habe ich hier gerade hier. Richtig bescheuert. Moment mal, wo hab ich denn die? Achso, die Sache habe ich in den Kühlschrank geworfen. Hab mich gerade gewundert. Und ich hasse ehrlich gesagt das Kampfsystem von Stardew Valley. Hasse ich. Das ist doch das gleiche wie bei Minecraft. Nee, weil die springen immer. Oh, die springen immer so blöd nach vorne mit Emma. Und wenn du 4 von diesen Dingern hast, die nach vorne springen. Ach man, das ärgert mich jetzt. Das ist halt echt nervig. Geh in die Sauna und komm nochmal. Das wollte ich gar nicht so genau wissen, Lomi. In die Mine. Noch die schlimmer. Bombe. Die Bombe bringt halt fast wirklich gar nichts. So nervig. Lomi kommt in die Mine, ey. Dieser Fetisch ist schon nicht mehr so normal. Was ist das? Was? Bummst du mich jetzt oder was? Hier, da kommt was für dich. Das ist so bescheuert. Danke, Ben. Dankeschön. Ich kann nichts dafür, dass du mich haust, wenn da eine Fledermaus angerannt kommt. Du könntest mich aber auch vielleicht verteidigen. Ich hatte nichts in der Hand zum Verteidigen. Dir schon klar, dass ich fast nichts mehr im Inventar hatte, dass jetzt mein Schwert wahrscheinlich weg ist? Dafür kann ich doch nichts. Du hast nicht nachgeguckt, was da angeflogen kommt. Ist das bescheuert? So, 10.000 hat's gekostet. Schieb mir jetzt nicht das Problem zu, wenn du nicht aufpasst, was im Spiel passiert. Du hättest doch, du hast ja aufgepasst. Du hättest dich ja auch todesmutig für mich dazwischen schmeißen können. Ich dachte, du gehst einfach einen Schritt zur Seite, dann hättest du dich nicht getroffen. Kira. Mensch, alle wieder hier. Du bist ist das bescheuert? Ich hab hier keine Treppe. Nee, Shivery's dead. Ich hab hier keine Treppe und diese bescheuerten Schleime. Das ist so beknackt. Und es ist schon 20 Uhr. Chivalry is dead. Jetzt habe ich sie wirklich getötet. Ich habe Rache geübt. Ist das jetzt gut? Ja. Aber besser als nichts. Geh jetzt ins Bett. Mir reicht. Warum ist hier eigentlich jemand hat die Einlegesachen rausgenommen, aber nichts Neues reingetan? Übrigens, hier oben sind noch 11 Tomaten, falls du Tomaten brauchst. Lumi. Ja. Bist du sauer auf mich? Nein. Klingst aber so. Nee, wenn ich sauer bin, dann klingt es anders. Wie klingst du, wenn du sauer bist? Keine Ahnung. Anders? Hä, wo ist jetzt die Treppe? Wollt ihr mich verkackeiern? Musst du noch mehr kaputt machen wahrscheinlich. Hier ist aber nichts mehr. Mehr Monster töten. Weil ich auch noch es in der ist auch kein Monster mehr da. Im Granatapfel! Du musst zurück zum Eingang gehen, dann erscheint da die Treppe. Der Weg nach unten hat sich geöffnet. Oh, irgendwo. Super. Am Eingang, ja, hat es doch gerade gesagt. Ah, hier, direkt am Eingang. Super. Ich glaube, Felix hat uns gemutet. Das ist so ein Gefühl gerade. Ja, irgendwie schon. Ja? Wir haben gerade dreimal gesagt, am Eingang geht das dann auf. Ich habe dir das vor bestimmt 20 Sekunden schon erzählt. Und du als, wo ist denn der? Wo ist denn der? Oh, der Eingang hat sich geöffnet. Wo denn? Kam jetzt aber auch gerade erst beim letzten Slime, also. Ja, wenn du halt alle Gegner auf der Ebene tötest. Alle Gegner töten und dann öffnet sich entweder direkt an dem Gegner oder am Eingang öffnet sich dann der Weg nach unten. So, ich falle jetzt mal nach unten, hineinspringen. Du bist 6 Ebenen hinuntergefallen. Das ist denkbar, dass wenn bevor du springst, dass du genug HP hast, gell? Ja, hab ich. Boah, jetzt kommt hier so ein scheiß Geist, leck mich. Noch 2 Etagen brauche ich. Was mach ich jetzt? Oh, da ist ein Granatapfel. Felix, 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 Felix. 23 Uhr, ich werde auf jeden Fall... nach Hause geliefert werden. Och nee, Mumien, leck aber mich am für Arsch. Iridium, ach nee, für den Heiratsring brauchst du die prismatische Scheibe. Oh, fuck. Wo sind die überhaupt jetzt hab die ich anderen? Hier noch Mumien, ey. Kupferbahn, feinerter Erz, Erdkristall. Wir glauben an dich. Mm. Wir glauben an dich. Kupferbahn. Okay, Ben ist beschäftigt, aber ich glaube an dich. Erdkristall, feines Quarz. Oh, so, ich bin jetzt... glaube ich nicht genug Erdkristall. Auf Stufe 24. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Mist, wir brauchen mehr Erdkristalle. Du schaffst es. Ja, lass bitte keine Slime oder so kommen. Gefrorene Tränen. Super, ich muss nur alles kaputt machen. Du Felix. Ist noch eine einfach alles an Minen werde ich jetzt. Alles an Bomben werde ich jetzt hier opfern. Oh!
Oh, oh. Na, hast du geschafft? Ja. Hofbuch aktualisiert. Hofbuch aktualisiert. Mine ja, verlassen. Nice. Oh, da kam gerade noch so ein grünes Ding angeflogen. Sucht Hummer. Jetzt schnell in den Bus rein. 0:50 Uhr, das schaffe ich vielleicht gerade noch so auf dem Hof. Aber wir müssen das alle schaffen, oder? Nein. Hofbuch stand bei allen. Ich muss immer noch irgendeine Regenbogenmuschel irgendwo hinlegen. Ja. Eine Regenbogenmuschel? Ja, die Regenbogen-Kristall-Dings musst du vielleicht machen, aber du musst nicht mehr auf Level 25 kommen. So. Ich schaff's sogar noch. Ich schaff's noch. Müssen das denn nicht bei der anderen Höhle? Nee, die Herausforderung von Keys Dingens, den habe ich nicht mehr. Echt? Den Auftrag, der ist weg. Naja, dann ist das erledigt. Ich habe nur noch der mysteriöse Key und da muss ich ja die Karotten beim Bürgermeister hinlegen. Das sind zwei verschiedene Sachen, ja. Gab zwei Key-Sachen. Keys Herausforderung habe ich nicht mehr. Ich hab's geschafft. Dankeschön. Yay! Also dafür, ne? Wie spät haben wir's? Ach, 22:01. Ach komm, Benni, das dauert nicht lange. Ja, ich hab ja schon geschlagen gegeben. Ich hab's noch nicht ausgesprochen. Dann ist es abgespeichert. Sehr schön. Oh, Schatz! Wir hätten ja wirklich direkt unterbrechen müssen irgendwie. Ja, ich werde direkt rausgegangen. Hier, les. Als Felix noch Pelikan kam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Felix wie jeder einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 10. Herbst Felix und Haley zu vermählen. Oh, Kussi, Kussi. Nun, dann lasst uns mal anfangen. Felix, Haley. Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesieges erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Oh. Oh. Ja, alle freuen sich. Ja, noch Robin jemand Robin und Demetrius freuen sich auch. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Ach so? Ach so? Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich die beiden Frauen vertragen. Deckenkrieg auf dem Bauernhof. Du hast es geschafft. Ich bin 10.000 Gold. Jeder kriegt aber 10.000 Gold, kann das sein? Echt? Weil ich hab's auch gerade nochmal bekommen. Wir haben schon 20.000 gekriegt. Ja. Ja, Lumi kriegt nochmal. Wir haben dafür 30.000 Gold gekriegt. Oh, der Hof des Friedens hat 1 Million I verdient. Oh, nice. Oh, guck mal. Oh, schön. Ihr könnt ja bei mir mal reinkommen. Die Hochzeit war wundervoll, nicht wahr, Liebling? Was ist denn hier schon alles passiert mit der Tapete und allem? What? Ja, die Tapete hat sie ja... Ja, aber hier vorne in der Küche nicht. Ja, das habe ich mir eben mal im Schweinezirkus geholt. Oder nee, in Robins Ausstattungsladen. Ich wollte mal das Ding holen, wo man hier alles kriegt von dem Ausstattungsladen. Gesundheit. Meine Katze guckt gerade mit auf dem Bildschirm. So richtig paralysiert. So. Was ist denn da? Ich muss ja deinen eigenen Schminktisch, ey. Und sie redet nicht mit mir. Völlig paralysiert von der Hochzeit. Moment. Guck mal, sie mit mir? Hier. Da oben. Weißt du, wie langweilig sein soll? Komm einfach vorbei. Aha, Felix, deine Frau hat mich gerade eingeladen, falls du nicht da bist. mit mir will sie nicht reden. Flott, tja, Lumi. Stück. Ich probiere es jetzt nochmal. Die braucht vielleicht doch längere Sachen. Flotter Dreier. Nee, die will nicht mit mir reden. Hast nee, die mit dir, Benni, ich und Haley. Ja, Haley steht halt nur auf Color. Die braucht mehr als einen. Oh, das ist genießen, mir ist es egal, solange deine Frau kein Problem damit hat. Ja, was sie nicht weiß, was sie nicht heiß, ne? Ja. Ich hab Artischocken zum Ernten. Wupp, wupp. Wenn der Hofeintrag aber aktualisiert. Wie ihr wollt, ja, solange ich noch schlafen kann dabei. Wie wir das Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja. Mediamarkt-Werbung, oder? Ja, ja. Ich glaube, wir müssen Gras kaufen. Was, jetzt willst du Gras kaufen? Warum willst du denn Drogen kaufen? Weil Drogen geil sind. Digga. 420 Blazen. Aber jetzt, da Mr. Coos, Dingens, ich muss dann erstmal googeln, wo das, was und wie und wo.
Ja, du googelst jetzt gar nichts. Ja, jetzt, ich sag's euch ja nee. Aber Lumi, ich hab dir übrigens den Link. Ach, da hatte ich dir ja schon gesagt, ne? So viel zum Thema Drogen nehmen. Hey, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Also frühzeitige Demenz oder Drogen, das war? Frühzeitige Demenz bei mir. Das ist angeborene Demenz beim Felix. Das ist nicht gerade fair. Doch, das ist schon fair. Frühzeitige Demenz. Jo, bist eine ganz liebe. Jo. Aua! Ja, bist du ganz liebe. Aua! Voll reingebissen in die Hand. Sollen wir ein paar Tiere kaufen? Katzen sind sowas Eigenes. Können wir noch einen Hund kaufen? Wir könnten noch ein Schwein und Ziegen und sowas kaufen. Ich glaube, wir haben noch Platz, wenn ich jetzt eh schon da bin. Ich dachte, die züchten uns selber. Nee, wir haben ja nur. Wie sollen die sich denn züchten? Wir haben ja nur ein Schwein. Asexuell. Aus Bakterien. Um eine Schwein-Kuh-Kreuzung machen, oder wie stellst du dir das vor? Evolution, Lumi, Evolution. Eier legen die Wollmilchsau, oder? Ja, genau. So. Sag mal Stopp. Stopp. Homo. Homo, sehr gut. Honigto. Das Honigto oder Homo? Homo, das Schwein. Okay. Und dann hol ich noch eine Ziege. Hashtag no homo kriegt so eine ganz andere Bedeutung. Ja, nennen wir's no homo. Hat ne irgendjemand noch vor uns Iridium gefunden? Ich glaub, Ben. Oh, das ist gestorben. Nee, du hast doch Iridium gefunden, ich hab drei Felix. Sag nochmal Stopp. Stopp. Prosumo. Prosumo. Du fette Wollmilchsau. Alle Sumos bei uns. Homo, Sumos, sucht euch was aus. Und was mussten wir beim Bürgermeister Louis reinlegen? 10 Karotten in den Kühlschrank, aber ich weiß nicht wie, weil ich konnte in den Kühlschrank nichts reinlegen. Vielleicht muss Lumi das machen. Oh, Lumi da, komm rein, komm rein. Wäre natürlich doof, wenn sie das machen kann. Lumi, kannst du beim... Ich arbeite gerade an dieser Skulptur. Bürgermeister was reinlegen? Ich muss ja erstmal das Regenbogending machen, das müssen wir doch alle machen. Vielleicht muss ich das Regenbogending machen, damit es weitergeht. Komm her, schau! Welches Regenbogending? Je, prismatische Scheibe. Nein, nichts prismatische Scheibe. Das ist doch keine Quest. Doch, am Anfang. Du hast doch erstmal in diesem Tunnel was gefunden. Und dann Ach hast so. Du eine Regenbogenmuschel da hinten reingeschmissen. Und dann geht's zum Bürgermeister. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ich hab nicht so weit gemacht. Wenn du erstmal diese äußeren Lagen abgetragen hast, zeigt sich seine wahre Natur. So. Angrabend bekomme ich einen Kuss. Ja, du bist noch nicht vergeben, ja? Du kannst noch alle Leute knutschen. Ich bin schon vergeben, ich habe einen Freund. Hä? Seid ihr fest zusammen? Ja. Aber ihr seid nicht verheiratet, kann man alles noch versuchen. Ich will doch eh eine offene Beziehung. Na dann ist es ja vollkommen egal. Aber er will es wahrscheinlich nicht. Hm. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mit ihm darüber schon geredet habe. Sind wir jetzt noch im Spiel oder schon im Realen? Was? Was? Wie? Wo? Hä? Wir brauchen noch 3 Äpfel, um das Gemeinschaftszentrum abzuschließen. Das kann doch nicht. Machen wir wirklich keinen Apfelbaum? Nee, wir haben keinen Apfelbaum aktuell. Wir haben nur Granatäpfel und Orangen. Wir ganzes Jahr warten oder wir ziehen ein Jahr straight durch. Lumi? Die Nacht oder was? Ja, du gehst du mal bitte einfach die ganze Zeit ins Bett und stehst auf und gehst ins Bett und stehst auf. Wozu? Weil Felix durchspielen will. Ich will endlich mal das Gemeinschaftszentrum fertig haben. Ach komm, das Spiel ist so chillig, wir haben Zeit. Nein, nein, Felix muss das heute noch schaffen. Er hat keine Zeit. Ich bin morgen tot. Das fände ich zwar dezent bedauerlich, aber ich glaube es auch nicht. Dezent bedauerlich. Hört es euch an. Hey, ich bedauere dich immerhin. Das wäre kein dramatischer Weltuntergang, ja, aber es wäre halt jetzt irgendwie doch eine sehr unschöne Sache. Ich habe mich jetzt schon so ein bisschen. Dann müsst ihr nämlich noch einen Ersatz finden, wie unschön. Nö, gar nicht. Aber geht das ja nicht mehr. Dann müssen wir ja irgendwie deinen Account hacken. Dann muss deine Freundin das machen. Schatz, wenn ich sterbe, musst du meinen Account weiter bespielen. Oh, wir brauchen 200.000 für den Möbelkatalog. Ach Mann. Es langt, wenn sie einmal online geht und uns die Zugangsdaten. Nein. 200.000. Also 200, das ist das nächste Ziel, Möbelkatalog, damit wir alles bestellen können.
in unserem Reichtum. Gut, dass ich 20.000 für meinen Kamin ausgegeben habe. Jetzt ernsthaft schon 20.000 für den Kamin ausgegeben? Ja, guck mal in mein Haus rein. Ey, und ich spare mir hier das die Butter vom Brot. Komm, du hast gerade gut Geld bekommen, ja? Also, muss mal in mein Haus gucken. Ey, red nicht vom Sparen. Guck mal wirklich rein, der sieht echt gut aus. Ey, Klappe. Du brauchst einen Kamin, ja, für deine Freundin, die auch noch eine Heizdecke braucht. Im Sommer. Ich habe ja nicht gesagt, dass der Kamin an ist, ja? Was ist denn eigentlich bei euch los? Ist ja die letzte Eiszeit ausgebrochen oder was? Wenn wir sind halt einfach Sommermenschen. Die sind einfach echt alt geworden. Weißt du, wenn hockt Bippern vorm Kamin, sie sitzt Bippern vorm Kamin unter der Heizdecke. Ja, tatsächlich bin ich wirklich jemand, der Bippern vorm Kamin sitzen könnte. Weil alles unter 28 Grad finde ich nicht sonderlich warm. Aber sich beschweren, wenn die Freundin eine Heizdecke braucht, weißt du? Ich ziehe mich halt einfach lieber dick an, bevor ich eine Heizdecke nehme. Das ist so typisch, ey. Das ist... Ach, Bennys Haus war ja unten, scheiße. Scherzkeks. Was also, im Wald unten ist ja auch nicht mehr viel übrig. Wieso kann ich das nicht hinhängen? Hä? Was denn? Keine Ahnung, egal. Vergiss es. Hat sich erledigt. Vergiss es, Felix. Einfach nur vergessen. Nein. So. Da hab ich noch einen. Ich mache ja die ganze Zeit Trüffelöl in der Zeit. Was, du isst Trüffelöl? Ich mache Trüffelöl. Er trinkt es. Auf Ex. Der Ofen ist wirklich kein... Sag doch! Warum hast du jetzt die Bomben in den normalen... Ach Gott, ey, Felix. Ja, die lagen da vorhin. Nein, die lagen in der Ausrüstungstruhe, die Bomben. Oh mein Gott. Zusammen mit dem Essen. Zusammen, da müssen wir die Batterien noch reinhauen. Nee, weil die Batterien sind zum Craften, die Bomben nicht. Was macht Kiefernöl überhaupt in der Ausrüstungstruhe? Ich hab's nicht da reingetan, pack's rüber. Bitch fight. Moment, Lumi, da muss ich mit dir kämpfen. Oder Met. Achso, ich wollte gerade in dein Haus. Oder Essen. Boah, ich glaube, ich gehe nach der Runde aber auch echt ins Bett. Ich krieg gerade gar nicht mehr richtig mit. Ich bin echt müde. Was seid ihr denn für... Na gut, ich führe es nicht weiter aus. Ey du, ich bin seit, was haben wir jetzt, 10? Selbst schuld. Seit 19 Stunden. 19 Stunden bin ich jetzt wach. Und ich habe schon gearbeitet heute. Warum bist du jetzt in Felix sein Haus gegangen? Weil ich in deinem Haus erstmal nichts Besonderes gesehen habe. Hast du nicht den Kamin gesehen? Du warst in meinem Haus. Das Riesending da, kein Mensch braucht sowas. Ey, das kann man anmachen? Nice! Die Katze hat Feuer im Mund, sie hat zu viel Chili gegessen. Ich weiß es nicht, da kaufst du für 20.000 einen Kamin und weißt nicht mal, dass man das Ding benutzen kann. Ich dachte nicht, dass das angeht. Oh, Feier. Da ist echt Tropfen und Salz verloren bei den beiden. Ey, hey, wieso den beiden? Was heißt dir bei den... Oh, ich bin Millionär. Ich auch schon lange nicht mehr bei mir im Haus. Bei mir ist der Kamin immer an. Jetzt liegt meine Katze so schön gemütlich. Ich bin Millionär. Ich hab eine Errungenschaft. Hey, wir sind doch alle Millionär. Das war nur in dem Spiel. Ich meine, da ist Steam-Errungenschaft. Ja, ja. So. Kannst du natürlich nicht mehr verdient. Das ist wahrscheinlich wirklich einzeln. Achso. Ah, oh Mann, eigentlich würde ich gerne noch Dota spielen, aber ich glaube, ich schlafe hier fast gerade im Sitzen ein, das hat überhaupt keinen Wert. Benni, würdest du eigentlich mit mir Human Fall Flat spielen? Wenn du unbedingt drauf bestehst, aber ich finde es immer noch doof, weil das eigentlich für mich eine Art Rätselspiel ist und du hast es halt schon gelöst. Also gespielt. Ja, das ist ja dann Blödsinn. Ja, habe ich ihm auch gesagt, aber er wird es trotzdem gerne machen. Dann spiele ich es halt mit Xeli. Das ist zu lange her oder sowas. Also. Sowas wie Portal zum Beispiel würde ich nochmal spielen, weil ich ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich die Lösung habe. Portal 2 habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal durchgespielt, aber das würde ich von mir aus auch. Also ich weiß auch nicht mehr alle Lösungen bei YouTube. Den Multiplayer von Portal könnten wir machen. Das geht aber nur zu zweit und da wollte Felix, hat das schon aufgeschrieben. Achso, Entschuldigung. Weil ich Benni halt so richtig unterstützt habe, wisst ihr, und da habe ich ja gesagt, weil wenn Benni gesagt hat, ich hätte das nicht machen brauchen, habe ich gesagt, da können wir ab und zu mal solche Spieler zu zweit. Genau, es gab jetzt nämlich die Idee, dass wir mal einen Minispieltag machen. Oder gibt es auch Spiele, wo du gerne mitspielen kannst, Lumi? Unter anderem war da die Frage nach Speedrunners oder nach zum Beispiel, was ist mir noch eingefallen, Stickfight the Game. Das habe ich mir jetzt auch schon geholt, also. Das kostet nur 3,70 € aktuell gerade tatsächlich. Hat das die Lumi schon? Wahrscheinlich nicht. Dann lass uns jetzt erstmal kurz pennen gehen und dann, ne? Ja, genau, dann. Wird ein Wunder passieren.
Was? Nein. Oh. Was? Nein. Oh Gott, ey. Kostet uns 5 Euro. Das ist ein Unkostenbeitrag von sensationeller Größe. Jetzt höre ich mal früh genug auf, um zu jemandem zu hosten. Jetzt habe ich keine Zuschauer. Das ist doch echt traurig. Das ist halt Stardew Valley, ne? Wo sind die alle hin? Die waren doch vorhin voll aktiv bei dir. Ja, die sind ja alle gegangen. Und je mehr ich betont habe, dass es Dota immer unwahrscheinlicher wird, desto mehr. Und da brauchen wir doch nicht mehr zu gucken. Deswegen würde ich nie darüber reden, was ich danach tue, wenn ich aufhöre, sondern ich würde einfach irgendwann aufhören. Ich glaube, das ist heute sowieso, sowieso von Anfang an weniger, weil ja eigentlich alle mit Donnerstag rechnen. Das ist ja auch die feste Streamzeit eingetragen und alles. Also, alle Donnerstags, bei dem mit Stardew Valley rechnen? Ja, tatsächlich hatte ich die letzten 2, 3 Donnerstage immer 10 Leute. So. Das werden jetzt Traumzahlen. Auf um die 15 bis 20 und nach Dota geht es wieder runter. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, wer von uns beiden erfolgreicher ist auf Twitch. Wie viele Zuschauer hast du aktuell, Benni? Du schiebst es aber nur auf mein Frausein und nicht darauf, dass ich einfach awesome bin. So. Ich würde schon sagen, weil du einfach regelmäßiger Dota spielst. Ich wechsle zu viel hin und her zwischen den Spielen. Ich wechsle auch, so ist es nicht. Also Dota spiele ich auch nicht. Also gut, ich spiele es eigentlich immer, wenn ich online bin, mindestens einmal, aber trotzdem. Mittlerweile sind ja auch 10 Leute bei Stardew und ich habe auch jetzt schon 2, 3 Leute, die haben quasi bei mir Stardew gesehen und es dann selber angefangen. Okay. Also, ganz witzig finde. Also ich glaube, mein Durchschnitt aktuell bei 3,7 oder sowas Zuschauern. Können wir gerne gleich nochmal erörtern. Ich muss jetzt mal überlegen, ich hoste jetzt aber nicht mit 3 Leuten irgendjemanden.